Ja, herzlich willkommen zu der grossen Premiere von der Spoilerfabrik, dem neuen Digitec Spoiler Podcast mit mir, Luca Fontana, Domagoj Belancic. Hallo. Und Philipp Rüeg. Hallo. Hey. Ich bin urnervös im Fall. Ich kann. Es ist der erste. Man sollte meinen, nach irgendwie fast 200 Techtel-Mechtel-Podcast-Folgen auf dem anderen Kanal, auf dem anderen Digitec-Kanal, hätte man das langsam so drin, Intus. Das ist jetzt der erste Podcast, wo ich moderiere tatsächlich. Und scheiße, bin ich nervös. Aber warum eigentlich? Wir haben einen Haufen zu besprechen. Und Domi, kannst du uns erklären, was genau und wie genau, was, warum sind wir überhaupt da, was hocken wir da zusammen? Was machen wir da eigentlich? Genau, was ist das? Spoilerfabrik. Spoilerfabrik ist ein neuer Podcast von Digitec. Es ist, wie der Luca schon gesagt hat, es ist ein Spoiler-Podcast oder Spoilercast, kurz gesagt. Und wir werden in diesem neuen Podcast Filme, Serien und Games besprechen. Und das machen wir nicht nur oberflächlich, sondern wir gehen richtig tief ins Detail jeweils. Wir werden die Sachen in ihre Einzelteile zerlegen, würde ich mal sagen. Wir werden die analysieren, überanalysieren vielleicht auch. Wir werden erzählen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Wir werden Theorien aufstellen. Es wird hitzige Diskussionen geben, nehme ich mal an. Und eben, wie der Name schon verratet, wir werden hier keine Rücksicht auf Spoiler nehmen. Das heisst, das ist schon der grosse Unterschied zu dem, wie wir es im Techtel-Mechtel-Podcast machen. Wenn wir dort im Big Screen über Filme und Serien reden, dann machen wir das eher oberflächlich, sage ich jetzt mal, und reden nicht über Spoiler, über bestimmte Sachen, die in der Story vorkommen. Und auch in der Spielecke, wenn wir über Games reden, dann machen wir das so mit Rücksicht auf Spoiler, sodass jeder kann zuhören kann. Aber wenn ihr hier zuhört, dann bitte schaut jeweils zuerst den Film oder die Serie oder spielt das Game, bevor ihr hier zuhört, weil hier werdet ihr alles erfahren. Wir reden über wirklich alles. Und wir werden das unregelmäßig machen, je nachdem, was draussen ist, je nachdem, was sich gerade anbietet, welcher Film, Serie oder Game das sich gerade anbietet. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf jetzt die ersten Episoden, wo wir etwas werden besprechen, wo ich mich sehr lange darauf gefreut habe, weil ich ein sehr grosser Fan bin vom Ursprungsmaterial. Und damit übergebe ich gerne an dich, Luca. Was werden wir denn heute besprechen hier in der Spoilerfabrik Episode 1? Wow, du hast es gerade huere schön erzählt. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, wenn du das erzählt hast. Und Tränen in den Augen habe ich auch gehabt, während wir das Material geschaut haben. Wir fangen heute mit Fallout an, der Adaption von der höchst erfolgreichen Game-Reihe aus den Entwicklerhäusern Interplay Entertainment und Bethesda. Und unglaublich aber wahr, ich selber, ich habe noch keine Sekunde Fallout gespielt. Ich weiss nur noch irgendwie so halb entfernt. Ich habe mitbekommen, Fallout 76 sei ein Scheiß. Alles andere sei irgendwie godlike oder so, ob das stimmt oder nicht. Für das habe ich eben auch vor allem euch beide, also ihr zwei müsst mir heute da ganz fest helfen, weil ich bin wirklich da, um die Serie selber zu beurteilen. Ihr werdet mir sagen, ihr zwei Game- und Fallout-Afficionados, ob das etwas behebt. Phil, was sind so deine Erwartungen an dieser Serie? Hey, ich habe eigentlich auch nicht jetzt riesige Erwartungen gehabt, glaube nachdem man es am Anfang gesehen hat. Der Trailer hat mich sehr an die, es hat schon so ein paar, im Internet, weißt du, so Kurzfilme, so Fanfilme gegeben, die ich schon sehr geil gefunden habe. Das hat mich ein bisschen an die erinnert. Und ich bin aber auch ein riesen Fan gewesen, muss man fast sagen. Ich bin so mit dem Fallout 4 und dann vor allem mit dem 76, habe ich mich recht verarscht gefühlt. habe ich so ein bisschen gebrochen mit dieser Serie, aber ich hatte dann gleich wieder Freude gehabt, Lust gehabt, um sie zu schauen. Und wie sich dann ja gezeigt hat, nicht so unrecht. Ja, Domi, wie sieht es bei dir aus? Ich bin, also vor allem Fallout 3 gehört, glaube ich, so zu meinen All-Time-Favorites. Also wirklich eines von meinen Lieblingsspielen von allen Zeiten, weil, als ich es dann gespielt habe, das war eines von diesen Games, wo die einfach so komplett weghaut, weil es dir etwas gibt, was es so vorher nicht hat gegeben. Also wirklich die Welt, wo ich zuerst mal in die postapokalyptische, nukleare Welt konnte eintauchen. Und die einzigartige Atmosphäre, die das Game hat erzeugt, das ist wirklich, das ist mir bis heute geblieben. Und ich bin vor allem wegen Fallout 3 ein riesen Fan von dieser Serie. New Vegas, wo nachdem ich kam, habe ich auch noch cool gefunden. Fallout 4 war auch noch okay gewesen. Fallout 76 habe ich tatsächlich nie gespielt, weil es einfach so eine Katastrophe war, wo sie rauskam. Und ich habe gefunden, ich wollte mir die Serie, die ich so gut in Erinnerung hatte, die Game-Serie, die wollte ich mir nicht irgendwie kaputt machen mit einem schlechten Entry. Ich habe jetzt aber, weil ich die Fernsehserie so cool finde, habe ich tatsächlich auch mit Fallout 76 mal angefangen, weil ich gehört, mittlerweile ist es ja gar nicht so schlecht, das Game. Mal schauen, ob sich die Meinung dann noch wird ändern. Bei mir jetzt etwa eine halbe Stunde gespielt oder eine Stunde.
Und bis jetzt finde ich es noch recht gut. Aber ja, ich bin ein riesen Fan und habe sehr, sehr hohe Erwartungen an die Fernsehserie. Der Trailer, von dem bin ich auch begeistert gewesen, wobei ich so ein bisschen Angst hatte, dass es teilweise so ein nach Cosplay hat ausgesehen im Trailer. Mm. Ja, weißt du, so das Kostüm ein bisschen komisch ausgesehen, aber ich finde jetzt, als ich die ersten Episoden gesehen habe, kommt alles schön zusammen und es gibt ein schönes Gesamtbild, finde ich. Genau, sehr gutes Stichwort. Reden wir noch schnell über den Modus Operandi von jetzt Fallout, wie man das abwickelt. Und zwar ist es so, wir haben es eigentlich ein bisschen anders geplant gehabt. Das Konzept vom Spoiler, von der Spoilerfabrik ist eigentlich mehr so, wir schauen eine Folge und besprechen sie dann da innerhalb von einer halben Stunde. Oder? Und jede Woche, wenn eine neue Folge rauskommt, kommt auch eine neue Folge von der Spoilerfabrik. Jetzt hat uns aber Amazon, das Produktionsstudio von Fallout, ein schönes Ei gelegt. Und irgendwie das erste Mal wahrscheinlich in der Geschichte von dieser Bude haben sie einen von ihren grössten, teuersten und antizipiertesten Hitserien auf einen Schlag rausgehauen. Aber ganz ehrlich, ich wollte sagen, Amazon macht das ja sonst nicht. Nein, die machen immer wöchentlich. Ich verstehe auch nicht, warum sie es gemacht hat, weil man hat den Eindruck gehabt, man hat gemerkt, dass es einen grossen Hype gibt und dass die Reviews, also gut, doch, das haben sie dort noch nicht gewusst, aber sie haben sie dann auch mehrfach vorverlegt, aber man hat das Gefühl gehabt, alles hat gut getönt und dann verstehe ich nicht, alle profitieren doch mittlerweile, hat man gemerkt, man profitiert davon, wenn man es eben nicht auf einen Schlag bringt. Weil die Diskussion dann viel länger anhält. Darum, ich verstehe wirklich nicht ganz, was da die Idee dahinter ist. Absolut, ich auch nicht. Irgendetwas wird man sich schon überlegt haben. Man hat das sicher nicht irgendwie zufällig am Morgen über das Frühstück sei entschieden. Aber eine Theorie von mir ist, The Boys kommt ja noch dieses Jahr, also im Juni, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt die nächste Staffel von The Boys raus. Vielleicht hat man sich da nicht wollen, im Weg sein. Vielleicht hat man wollen jetzt noch ganz viele Leute quasi ein Abo machen lassen, um zu sagen, so, hey, wow, geil, Fallout kommt in einem Touch, ich muss das jetzt gerade ein Abo machen. Damit man nachher eins hat und es nicht gerade kündet, wenn dann The Boys rauskommt, vor allem wenn dann noch richtig HBO und Sky Konkurrenz House of the Dragon kommt. Ich weiß nicht, das sind alles Theorien. Das Problem ist jedenfalls, unsere Lösung ist jetzt halt folgende. Wir tun heute zwei Folgen besprechen, also die ersten zwei quasi von Fallout. Wir tun in der nächsten Spoilerfabrik-Episode wieder zwei Episoden besprechen und nächste Woche am Mittwoch kommt wieder dann eine neue Folge und am Freitag darauf nochmal eine neue Folge. Also ihr werdet jetzt die nächsten zwei Wochen immer am Mittwoch, heute und am Freitag eine neue Spoilerfabrik-Folge haben mit je zwei Fallout-Episoden, die wir dort besprechen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht allzu verwirrend erklärt, aber der Sinn oder die Idee davon ist, dass wir alle acht Episoden innerhalb von zwei Wochen besprechen, weil nachher wird halt auch wahrscheinlich die Flaute wieder. Also dann ist der Trend oder der Dings langsam vorbei, der Hype. Und ja, bis dahin haben wir es besprochen. So viel zum Modus Operandi. Falls ich euch bis dahin noch nicht verloren habe, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal direkt an mit der allerersten Folge, genannt The End. Finde ich schon mal hure poetisch, dass wir den Anfang mit dem Ende... Ja. Regie hat Jonathan Nolan geführt und das ist natürlich der Bruder vom berühmten Christopher Nolan. Und anders als der Christopher Nolan ist der Jonathan eigentlich mehr als Autor bekannt, weniger als Regisseur. Jonathan hat zum Beispiel auch bei den Drehbüchern von The Dark Knight mitgeschrieben, von Interstellar, Prestige, Memento, wenig überraschend alles Film von Christopher Nolan. Er hat aber auch eigene Sachen gemacht und produziert oder geschrieben, vor allem Westworld ist so sein Baby gewesen. Dort hat er alle Episoden geschrieben und bei drei auch selber Regie geführt. Und ja, darum halt geballte Kompetenz, die wir da haben bei Fallout. Er hat Fallout selber zwar nicht geschrieben, aber ja, zumindest anfangs Regie geführt. Das Lustige ist ja, dass der eine Nolan macht einen Film über eine Atombombe, wo sie entwickeln und der andere Bruder, der lässt sie runterfallen. Stimmt. Das eigentlich. Ist schon sehr gut. Voll, genau. So generell, kurze Drucke in einem Satz, mehr oder weniger die erste Folge, hat sie euch gefallen? Ich glaube schon, oder? Ich habe sie sehr stimmungsvoll gefunden, ja. Also wirklich, sehr gut angefangen. Es hat gut angefangen und ich finde, es hat einen schwierigen Job gehabt, weil sie drei Charaktere gleichzeitig eingeführt hat, aus drei komplett verschiedenen Perspektiven. Aber ich finde, sie ist gut gemacht und es ist trotz 1 Stunde und 15 ist sie, glaube ich, gegangen, also relativ lang. Trotz der längeren Laufzeit ist es sehr, sehr schnell durch gewesen und sehr unterhalten gewesen. Ja. Absolut. Das habe ich auch so gefunden. Auch für mich als Nicht-Gamer. Ich habe Story, Aufbau, Einführung von der Protagonisten, Worldbuilding vor allem, gut gefunden. Ich habe jetzt wirklich den frischesten Blick von euch. Ich habe fast keine
Infos zu den Games. Ich weiss also praktisch nichts. Das finde ich super spannend, was du dort zu diesen Sachen wirst sagen. Das ist so geil. Ja. Also du weisst auch nichts vom so retro-futuristischen Setting. Oder weißt, wie viel hast du denn gewusst? Einfach ein paar Bilder gesehen oder so? Hey, wirklich. Genau das. Ein paar Bilder vielleicht mal gesehen und irgendwie Fallout 76 ist auch noch dazu mal so derart medial verprügelt worden, dass ich das auch noch mitbekomme. Ich habe schon mitbekommen, Fallout ist ein Genre, das einigermaßen gross ist, aber wirklich mehr als ein paar Bilder habe ich nie gesehen. Ich glaube, ich habe nicht einmal einen vollen Trailer jemals gesehen. Das ist irgendwie völlig an mir vorbei. Ich habe darum wirklich nicht irgendeine Vorahnung oder gewusst, welche Charaktere wie mit wem zusammensteht oder zu wie. Es ist für mich alles neu. Und ich habe das hure geil gefunden, wirklich in die Welt einzutauchen. Und ich finde, das hat diese Serie bis jetzt wirklich mega gut gemacht, mir das zu erklären. Und vielleicht auch nochmal schnell bemerken am Rande, wir besprechen jede Folge auch wirklich so, als ob wir die nächste Folge noch nicht gesehen hätten. Also falls ihr auch etwas gleiche Tempo wie wir drauf habt und nicht alle 8 Folgen schon im ersten Wochenende gepinscht habt, keine Angst, wir dürfen jetzt nicht schon von Folge 8 anfangen zu spoilern, sondern wenn wir Folge 1 besprechen, besprechen wir sie so, als ob wir Folge 2 noch nicht gesehen hätten. Ich habe auch erst 4 gesehen. Ich habe mich das an der Regel gehalten. Ja. Unsere Soft-Regeln sind ja da zu gebrochen werden, vor allem bei Fallout. Aber ja, also der Anfang zum Beispiel, am Anfang bin ich noch nicht ganz draus gekommen, ist das jetzt eine alternative Zukunft? Sind wir wirklich in den 1950ern? Wir haben da ein bisschen so einen schönen Sonnenuntergang, wir sind an einer Geburtstagsparty, es läuft im Hintergrund Orange Colored Sky von Ned Cole aus den 1950ern und Amerika ist irgendwie am Rand derart sowas von am Rand von einem nuklearen Krieg, dass der Wettermann nicht einmal das Wetter voraussagen will für nächste Woche, weil er sagt, ich habe keine Ahnung, ob die Welt nächste Woche überhaupt nicht existiert. Was macht es denn Sinn, das Wetter voraussagen? Habe ich hure geil gefunden. Er hat mich von Anfang an, also das ist wie so Show don't tell. Zeig mir in ganz, ganz wenig, wie die Situation gerade ist. Und das ist für mich, der Wettermann ist mir mega geblieben. So als Symbol für, fuck, was soll ich das Wetter für nächste Woche voraussagen? Ich weiß nicht einmal, ob es morgen gibt, oder? Und sie sind dort, das habe ich auch an einem geilen Moment gefunden. Und ich finde, die Anfangsszene mit dem Kindergeburtstag tut schon so etwas gut etablieren, was ich einzigartig finde an Fallout. Phil, du hast mich gestern gefragt im Büro noch, was ich so einzigartig finde an dieser Serie und so. Und ich habe ein paar Sachen gesagt, aber ich glaube, es lässt sich ein bisschen abdampfen auf ein Wort und das ist wie Kontrast. Einfach der Kontrast zwischen Sachen. Ich finde, das ist eine sehr kontrastreiche Welt und die haben wir den Kontrast zwischen einfach so einer fröhlichen Kinderparty, alle sind fröhlich, lachen, Kinder haben Freude an dem Schauspieler, der ist gekommen und gleichzeitig läuft im Hintergrund ein Fernsehbericht über Nuklearraketen, über einen Nuklearkrieg, der eventuell jetzt wird ausbrechen wird. Und das finde ich so geil, dass das auf diesen zwei Ebenen irgendwie funktioniert und so ein ungutes Gefühl hast einfach von Anfang an, dass irgendetwas, es kann nicht gut kommen. So. Ja, so Humor und Gewalt, oder? Das so, genau. Das ist der Angst. Das haben wir nicht diskutiert. Ja. Und das kommt in der Serie auch oft zum Tragen. Absolut, oder? Und du hast gerade gesagt, eben genau der ehemalige TV-Star, der Cooper Howard, der wird gespielt von Walton Goggins. Der hat, glaube ich, wirklich die Rolle von seinem Leben gefunden. Also ich finde ihn als Cooper, sowohl als Cooper Howard, als auch später in der Folge, kommt er wieder zurück als dann der Ghoul. Auf das gehen wir dann am Schluss von der Folge ein. Fantastische Wahl und ich habe einen Vorteil. Für mich ist das so ein ADE-Schauspieler gewesen. Ich glaube, ich habe das Absolut. Konzept schon oft erklärt. Das ist der Schauspieler, den man irgendwie kennt, aber den Namen nicht weiss. Und dann sagt er, weißt du, das ist der, bei Ant-Man 2 hat er den Bösewicht geschrieben. Und dann sagst du, ADE! Das ist der ADE-Schauspieler. Man weiss nie den Namen, man hat ihn irgendwie immer schon mal gesehen. Aber ich glaube, die Rolle, die passt total zu ihm. Und das Bild am Schluss von dieser Geburtstagsparty, wo man dann eben sieht, die Atombombe, beziehungsweise Plural, Atombombe, ne? Ja, mehrere. Wow, also cinematografisch ein absoluter Wahnsinn. Im Hintergrund die riesige Explosion und er mit seinem, ich glaube, es ist seine Tochter, oder, wo man sieht. Das sollte seine Tochter sein, glaube ich, ja. Ich glaube, dort hat man es nicht gewusst, aber nachher ist es doch, es ist irgendetwas anderes, weil ich habe mir das schon dort die Notizen gemacht, dass irgendwie, ja, Schatz und Honey und so, weißt du, so, wie er mit ihr umgeht, habe ich das Gefühl gehabt, ist das jetzt sein Kind oder nicht? Das ist schon irgendwie angedeutet worden und er schnappt sie, ausgerechnet sie schnappt er sich auch, geht mit ihr aufs Pferd und versucht, von der Bombe wegzureiten. Wahnsinnig starker Anfang. Also wirklich so Einstieg, ich bin sofort dabei gewesen. Hey, ich habe jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut und ich finde, eigentlich ist es so ein Klischee-Anfang, oder? Ich meine, man hat so, also, selbst du hast vermutlich gewusst, was ja wird kommen. Mhm. Weil ich finde, aber es fängt so geil an, weißt du? Mhm.
das Kind, das sagt, wie ist das mit diesen Bomben? Also, man hört irgendwie, sie hat, glaube ich, etwas gesehen und dann sagt er, schau, er hat gelernt, wenn man den Daumen vorne hat. Ja. Und die Explosion ist sozusagen kleiner als dein Daumen, ist nicht so schlimm. Und es war klar gewesen, dass die nächste Szene, wie das Kind steht dort, hat den Daumen vorne und dann er sieht, glaube ich, im Spiegel und dreht sich um und es macht einfach ein riesen Pilz, Mann. Es ist still, wo die Bombe runterfällt. Das ist auch noch das Bedrückende, oder? Es ist irgendwie so, der Wart ist, dass irgendetwas gehört, aber es ist einfach still und das macht es irgendwie noch so bedrückender. Das mit dem Daumen habe ich geil gefunden, weil der Todd Howard, der Game Director von der Fallout-Spiel bei Bethesda, beim Entwicklerstudio, hat gesagt, dass sich die Leute, die es hereingeschrieben haben, ganz, ganz viele Sachen haben einfallen lassen, die die ganze Lore um die Welt einfach noch spannender erscheinen und dass er teilweise wirklich wütend war, wieso sie nicht drauf sind gekommen, um Sachen einbauen. Und eines von diesen Sachen ist eben auch mit dem Daumen, dass man den Daumen ausstreckt und schaut, ob die Explosion grösser ist oder kleiner. Weil es hat ja in den Games so ein Maskottchen, der Vault Boy, wo das Maskottchen ist für Vault Tech, für die ganzen Vaults gebaut haben in diesem Universum. Und der ist immer, wenn man den sieht, ist der, oder immer meistens, hat der ausgestreckten Daumen und ist echt so blöd am Lachen. Und das war eine Fantheorie, die es schon seit Jahren gibt, dass der das macht, weil er halt auch ein Auge zu hat. Die Leute haben wirklich so spekuliert, es kann doch nicht sein, dass er echt Daumen gegen oben hat, das muss irgendeine Bedeutung dahinter haben. Und Bethesda hat tatsächlich immer gesagt, nein, das ist einfach, der ist echt gut drauf. Der gibt einen Thumbs up. Ja, und vor allem das Geile ist ja, ich weiß nicht, kommt das in dieser Folge schon oder greift man da vor, der Voltboy-Verbindung zum Ghoul, zum Schauspieler. Im Fall, da habe ich euch eine Frage. Also für mich ist es eine Art, wie soll ich sagen, gehen wir am Schluss von dieser Folge also mal drauf ein. Ist glaube auch nicht das Riesending, aber gehen wir am Schluss noch mal auf den Moment ein. Also wir haben den Start, wirklich für mich wunderbar geiler Start und dann sind wir 219 Jahre in der Zukunft und wir sind in diesen Luftschutzbunkern, wo mir sofort PTSD vom Militär gegeben haben. Es ist genauso hure scheiß Luftschutzbunker, habe ich Wochen ebenfalls nicht so gute gebracht. Vibes. Nein, nicht so gute Vibes. Nein. Das ist noch schlimmer eigentlich. Also wirklich, das, aber gewisse Szenen haben gleich schon bei mir wieder die Klaustrophobie ausgelöst und das Gefühl, oh Gott im Himmel. Und wir lernen dort unsere erste Protagonistin kennen, nämlich Lucy McLean, gespielt von der Ella Purnell. Und ich habe gefunden, der Anfang, also ist... Also, wo sie erzählt, was so ihre Skills sind. Sie muss quasi einem Rat so sich selber verkaufen als heiratstüchtige oder heiratsfähige Frau, um mit einem Menschen ausserhalb von ihrem eigenen Bunker verheiratet zu werden. Und sie erzählt aus, ja, ich kann reparieren, Wissenschaft, Sprache, Sport, Schiessen, alles kann ich irgendwie. Und in dem bin ich besser und in dem bin ich weniger gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie beschreibt ihren Skilltree. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist genau das, oder? Ich will fragen, ob es dir ist aufgefallen ist, als jemand, der Games nicht kennt, wird Games von immer so an. Du kommst in irgendeine konstruierte Situation, wo du dann die Character-Build sozusagen kannst auswählen und dann sagen, wo du am meisten Punkte investieren willst. Das ist echt genau das. Das hätte ja der Anfang von einem Game sein. Ist so lustig. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe mehr geil gefunden, weil wir es von dem Kontrast geredet haben. Das war das perfekte Beispiel gewesen von dieser Bombe, die runterfällt und nachher wird so, kommt der Sound und es wird so upbeat und es... Jetzt wird wieder so ein bisschen ulkig. Nur lustig. Es ist wirklich. Also ich habe wirklich auch das, ich habe es total gefeiert, die ganze Anfangsszene in dem, es ist ja Bunker 3 oder Vault 33. Ich weiß nicht, ob sie in der deutschen Synchro auch Vault heisst oder ob sie dort immer von Bunker redet. Einfach die ganze Welt, wie sie dort zeigt. Eben, dort sind alle so derart upbeat, also immer gut gelaunt und die Welt ist super und wir haben es super miteinander. Negativität und Aggressionen wird sofort weggedruckt oder so. Etwas total antimenschliches, etwas total gegen die menschliche Natur, dass man einfach immer nur gut gelaunt ist, aber offenbar muss man das in diesen 219 Jahren im Luftschutzbunker, sonst würde man das psychisch nicht durchstehen. Und die Story ist eben, dass sie das quasi, ja, mega gut durchdacht ist. Das, ich frage mich, ob das in den Games auch so ist, dass, ja, wenn jetzt da immer die gleichen paar Menschen, keine Ahnung, wie viele das sind, 30, 40, 50 Menschen in diesem Bunker sind, fürs Genpool, für die Fortpflanzung und die Erhaltung von der Menschheit ist das nicht so gut, weil irgendwann mal heiratest oder treibst du es mit deinem eigenen Cousin oder so, oder Schwester oder Brüder, keine Ahnung was. Also es muss ein bisschen Durchmischung stattfinden. Und für das gibt es offenbar die Programme, wo man mit Leuten aus einem anderen Bunker als dem eigenen verheiratet wird. Das, ja, und für das bewirbt sie sich ja auch. Und ich glaube, es ist sogar irgendetwas von einem Chip erwähnt worden, dass sie nicht wirklich aus Versehen deinen eigenen Cousin oder so heiratet. Also, ja, an so Sachen habe ich mich dann nicht gefragt. Ich habe die ersten zwei nicht gespielt, sonst habe ich alle gespielt. Mm.
Und ich weiß noch nicht, was dort passiert ist. Aber bei den anderen mag ich mich nicht erinnern an so Geschichten mit dem Heurater. Aber es hat mega oft, mega viel erzählt über so Computerlogs und so, kannst du dir das ja vorstellen. Mm. Und du entdeckst mega viel von diesen Vaults und in gewissen Vaults hat es Experimente gegeben, andere leben noch, alles, das gibt alles. Ja. Und was es aber nie gegeben hat, ist eben, oder vielleicht weißt es du, Domi, aber die verbunden sind, das mag ich mich nicht erinnern. Ja, das kann ich mich auch nicht erinnern. Es kann sein, dass du mal irgendwo in der Welt irgend so etwas gefunden hast von verbundenen Vaults, aber das hat mich am Anfang auch verwirrt. Ja? Oder ja. Du hast ja auch gesehen gestern, oder? Dass das komisch war, dass die drei Vaults verbunden sind und irgendwie habe ich das Gefühl, kommen die jetzt von anderen Vaults, kommen die von Oberfläche und kommen jetzt runter in die Vault, aber nein, die Vaults sind tatsächlich unterirdisch miteinander verbunden und eben eigentlich ein System, das absolut Sinn macht, wenn man sich überlegt, dass da die Leute hunderte von Jahren drinnen müssen sein. Bist du da nicht verwirrt gewesen, Luca? Weil ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht mehr verwirrt gewesen, weil es mir so nicht kennen. Voll, und ich bin, jetzt sie visualisieren sogar, du siehst dann die drei Vaults, die da verbunden sind. Genau. Aber am Anfang bin ich nicht rausgekommen. Nein, eben, für mich als Nicht-Kenner ist das also überhaupt nicht das Problem gewesen, sondern es hat, so wie sie es in der Serie erklärt haben, alles sehr stimmig gewirkt. Ja, jeder Vault, jedes Vault, oder wie sagen wir, jeder Bunker, jeder Vault ist ein bisschen wie so einerseits autark, oder? Man hat die ganze Wirtschaft, man hat Getreide, man versorgt sich selber, aber man ist gleichzeitig irgendwie auch noch verbunden mit anderen Walls, weil eben, man muss ja schauen mit der Fortpflanzung und mit dem Weiterführrat und alles, dass das irgendwie eben dann doch nicht zu autark ist und so gross sind die Walls ja eben auch nicht, um wirklich können, das 100 Jahre lang so weitertreiben. Darum ist das für mich überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe es auch sehr stark gefunden, wie man mit Kleinigkeiten irgendwie gezeigt hat, man lebt zwar nicht im, also man lebt es auch gut, aber alles andere als im Überfluss. Zum Beispiel verheiratet werden, dann trägt man das gleiche Hochzeitskleid wie wahrscheinlich alle Brut vorher. Und dann ist es Tradition, dass man tut seinen Namen und das Datum von der Hochzeit aufs Kleid draufschreiben, bevor man es dann weitergibt. Und das ist aber dann für die Charaktere innerhalb von der Serie eine mega schöne Tradition. Und sie freut sich, ah, jetzt darf ich meinen Namen draufschreiben. Das sind lauter so kleine. Das hast du nicht geschnallt. Das hast du nicht auf dem Laptop etwas geschrieben. Das ist für mich wie so mit Kleinigkeiten, mit Details mir eine ganze Geschichte erzählen, was da abläuft. Oder? Ich habe so wohl im Kopf gehabt, wie das in Generation von Generation das Kleid weitergeben wird und das wie so eine schöne Tradition ist und man freut sich darauf und sagt, ah, heute ist mein Tag und jetzt darf ich endlich. Und sofort habe ich eine Welt im Kopf. Und das ist für mich Worldbuilding. Oder? Genau das macht es aus und das habe ich total stark gefunden, auch da wieder. Ja, dann, vor allem die Heirat, die eignet sich halt sehr gut, um mega viele Konventionen oder zu erklären, ohne dass explizit irgendwie am Zuschauer erklärt, sondern halt einfach durch das Ereignis, was passiert. Das habe ich einen sehr eleganten Einstieg gefunden. Mhm. Genau, ihre Mission auch, wie sie erklärt wird, nachher vom Vater, vom Hank McLean, vom, der Schauspielername, ich kann ihn nicht aussprechen, aber Kyle. Das ist, weißt du, der von Dune. Ah, der. von Twin Peaks. Ja, genau. Kyle McLachlan, oder? McLachlan. Ja, ziemlich sicher irgend so etwas. Auf alle Fälle. Der Paul Atreides damals im 1984er Dune gespielt hat. Das ist der Schauspieler, der ist jetzt doch auch schon ein bisschen älter. Und der spielt da den Vater und erklärt halt auch eben ihre Mission. Sie sind in dem Bunker, um die Menschheit zu erhalten und um irgendwann einmal, wenn es oben an der Oberfläche wieder ein bisschen besser aussieht und die Strahlung nicht mehr so schlimm ist, dann kommen sie und zeigen der Welt, sie werden sie zum Leuchtführer von der Welt und zeigen der Welt, wie man da eine neue Zivilisation baut und lieb und anders miteinander ist, weil im Moment alles, was da oben ist, das ist Verzweiflung, Gewalt und Gesetzlosigkeit und sie werden ihnen da einen neuen, schönen Weg vorzeigen. Und dann kommt der grosse erste Plot-Twist. Wer will ihn von euch erzählen? Ja, ich kann schon. Also eben, die heiraten dann ja tatsächlich, sie lernen ja dann, kommen ja dann die vom anderen Welt. Und laufen über die Schwelle, er dreht sie nicht über die Schwelle, aber stimmt, ja. Sie laufen über die Schwelle. Sie sind dann, genau, sie verlieben sich instant ineinander, oder zumindest optisch, und es geht dann auch schon sehr schnell los. Ich finde es sehr super, sie sind direkt mit so Sperm-Count. Also, was ist denn dein Sperm-Count? Wieso weißt du das nicht? Das ist doch bei uns nicht das regelmäßig überprüft. Da ist man sehr direkt und unkompliziert und wirklich, sie legen dann auch gerade los. Okidoki, genau. Ja, genau. Was ich dann nicht kurz geschnallt habe, warum sie dann plötzlich skeptisch wird. Ich glaube, als Zuschauer ist es dort, also dort ist es mir schon irgendwie klar gewesen, dass da etwas im Busch ist, einfach so, wie es inszeniert war. Aber warum sie es plötzlich geschmeckt hat, ist mir nicht klar geworden. Ich glaube, es war Start und Weise, wie er Wasser getrunken hat. Ah, er war dort. Weil er einfach so gierig mit zwei Händen und gleichzeitig und irgendwie, ja, wenn du in einer Welt lebst,
musst es halt vielleicht nicht, oder für ihn war es halt, ja, vielleicht etwas Spezielles gewesen, Zugang zu frischem Wasser zu haben, die ganze Zeit. Aber in dem Moment habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, als einen, wo ich ein bisschen Plotloch irgendwie, beziehungsweise, vielleicht überlege ich auch zu weit, oder? Dann, wo sie Verdacht geschöpft hat, hat sie ja ihren Pip-Boy genommen, da ihr Gerät, das sie am Arm haben, und hat ihn auf ihn gerichtet und dann hat sie gespürt, dass der verstrahlt ist und dass der ja vor Erdoberfläche muss sein, weil alle, die dort sind, sind verstrahlt. Später, in der späteren Episode, wird aber suggeriert, dass der Pip-Boy, dass der die ganze Zeit irgendwie Strahlung misst und dass der die ganze Zeit ausschlägt, wenn sie irgendwie an einem Wasserloch vorbeigehen, das verstrahlt ist. Dann hört man die ganze Zeit der Geigermesser, der ausschlägt. Stimmt. Das Knacken. Und jetzt hat man es aber erst gehört, nachdem das ihn drauf hat und auf ihn gerichtet hat und alle anderen im Wald haben eigentlich den Pip-Boy auch angehabt. Und dass niemand während dieser ganzen Zeit irgendwie zufällig bemerkt hat, dass all die Leute verstrahlt sind, die aus dieser anderen Wolze kommen, sondern erst nachdem, dass der Krieg ausbrochen ist, dann ist es ein bisschen, ja. Vielleicht musst du das in das Menü, du weißt schon, wie beschissen der Pip-Boy zum Navigieren ist. Im Game. Menüführung von diesem Teil ist beschissen, das ist so. Vielleicht zuerst müssen drei Menüs rüber und dann, ich habe mehr gefunden, stimmt, weil sie dann plötzlich den nimmt und dann scannt, dass sie den Schluss zieht, um etwas herauszufinden. Aber okay, ich habe es sonst eigentlich auch noch cool gefunden mit dem Wasser trinken, das stimmt. Und ja, dann merkt sie, dass der offenbar nicht von da ist und dann ist die Kacke am Dampfen. Und dann ist sie sowas von am Dampfen und ich habe den Plot-Twist wirklich nicht gesehen. Ich habe schon gedacht, wie du sagst, etwas stimmt nicht, etwas ist im Busch, aber dass sie von der Oberfläche sind, habe ich dann wirklich gefunden, wow, geiler Plot-Twist, habe ich nicht gesehen. Was mich ein bisschen, wenn ich ein bisschen eine Mini-Kritik da ansetzen da in dem Moment, ist dann was die Kampfszene, die nachher kommt, weil dann bricht ja offener Krieg aus in dem Vault 33 und ich habe wahrscheinlich zu viel Zack Snyder-Film gesehen in letzter Zeit, weil die ganze Zeitlupen-Montage, das ist fast ein bisschen zu lang gezogen gewesen. Ich dachte, jetzt weiss ich, warum diese Folge 1 Stunde 15 Minuten geht. Hätte man für mich ein bisschen weniger Zeitlupen können machen. Es ist alles geil inszeniert gewesen. Da kommt jetzt langsam die Gewalt rein, die teilweise derart übertrieben und abstrus ist, dass es eben schon fast wieder komisch ist und irgendwie so ein bisschen perfid ist. Hat es stilistisch wahrscheinlich halt, weil ein bisschen so für sie, für die Lucy bricht gerade die Welt zusammen, es ist ein bisschen wie ein Fiebertraum. Sehr poetisch oder sehr schön dafür in dem Raum, wo sie ja alle zusammenhocken bei dem, quasi so wie im Garten, wo der Projektor so eine 3D-Projektion um sie herum macht, damit es aussieht, als ob sie da auf einem Feld wären, oder? Schöne Wiesenfeld, so ein Untergang. In dem Kampf fängt dann der Film von dem Projektor an, von Flammen fangen und der Projektor projiziert dann die Flammen in dem Raum umeinander und dann haben wir quasi wie so sinnbildlich, buchstäblich und sinnbildlich, die Welt ist am Brennen dort unten oder ihre Welt bricht gerade wirklich zusammen. Und das habe ich dann wieder. Wie nochmal eine Atombombe, die losgeht im Hintergrund, hat es ein bisschen ausgesehen. So, ja. Voll. Und es, ist auch, es zeigt eben auch gerade, das Game ist eigentlich ist ja nicht ein brutales Game, weil es einfach so ein übertrieben ist, aber es ist eben gleich brutal. Ich habe es jetzt auch wieder angefangen zu spielen und dort hast du immer, wenn du stirbst, dann sind immer so Zeitlupe und dann Ragdoll-Effekt, wie du rumfliegst und meistens fliegen dir noch Gelenke ab und so. Oh, also okay, wirklich Köpfe tätschen, Gelenke fliegen weg. Und da ist sie ja wirklich auch ziemlich schnell, wie sie mit dem kämpft und dem Kehlen aufschlitzt. Und das zieht sich ja dann auch durch die nächsten Folgen. Das ist wirklich die Mischung zwischen dem. Es ist amigs lustig, aber die Gewalt ist immer explizit. Ja, genau. Und das Zeitlupending, eben sicher auch eine Anlehnung an das Watz-System, was im Game gibt, wo die ganze Action kannst eigentlich verlangsamen auf wirklich mega, mega Zeitlupen. Und dann kannst du jeweils Kopf oder der Rechtarm, Linkarm, Torso oder Bein auswählen von den Gegnern und dann gezielt drauf schießen und dann hast Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich das ist, dass die treffen. Und das siehst du dann auch wirklich jeden Schuss, der abgeführt wird. Okay. Wird also, dann in Zeitlupe verfolgt und dann siehst du dann im Detail, wo das er trifft, wie das sein Kopf zerbricht oder wie das sein Arm verkrüppelt wird und so. Sicher auch eine Anlehnung an das. Aber ich habe so ein bisschen zu lang gezogen gefunden, diesen Kampf jetzt. Aber gleich geil irgendwie so zu sehen, okay, ja, das fühlt sich wie das Game eigentlich. Okay, aber das ist, dann ist es wiederum okay, finde ich es vertretbar, weil wenn das eine Anspielung ist, wenn es so gedacht war. Ich habe nur noch einen ganz kleinen Einschub vorher, wo sie vorgestellt wird, wo sie sozusagen ihr Bewerbungsgespräch macht, siehst sie durch Fernsehen schauen mit dem Vater und auf dem Fernsehen schauen sie übrigens die Serie vom Cowboy-Typ. Ich bin ziemlich sicher, es ist die. Du siehst immer so eine Cowboy-Serie. Ich habe es erst beim zweiten Mal schauen gesehen. Geil. Aber ein lustiger Übergang sozusagen. Ja, total. Finde ich auch geil. Okay, das ist mir auch nicht aufgefallen. Ja,
kurz vor dem Ende von dieser Plotline, ich bleibe jetzt ein bisschen bei dem Vol 32 und 33, weil dann, ja, dann haben wir das gerade zusammenhängend erklärt, wird der Vater von der Lucy gefangen genommen, der Hank McLean, der wird mitgenommen von der Lee Moldaver. Und das ist irgendwie so ein Name offenbar. Also zwei Sachen sind mir da als Nicht-Gamer bewusst geworden. Ich muss euch nachher eh noch fragen, ob irgendwie storymäßig das überhaupt in den Games jemals, ist das eine neue Story oder nicht, aber auf das kommen wir noch. Aber auf jeden Fall jetzt da, Lee Moldaver ist mir aufgefallen, okay, alle kennen Lee Moldaver, das ist offenbar irgendein hurenhärter Hund von der, also Hündin, besser gesagt, von der Oberfläche. Alle kennen sie. Gleichzeitig aber auch sie kennen auch den Hank McLean. Ja. Also dafür, dass der seit 200 Jahren irgendwie dort unten ist, dass sie von der Oberfläche den Hank, den Vater von der Lucy, kennt, ist mir das erste Mal aufgefallen, okay, da ist nochmal etwas im Bus, da ist nochmal etwas. Und das hat auch gerade wieder die Storyline wieder nochmal ein bisschen besser gemacht für mich, weil ich liebe Mystery Boxer und wenn immer irgendwo etwas das ein bisschen geheimnisvoll ist, bin ich sofort, oh geil, was ist es, oder? Ja, das habe ich ja super gefunden, dass es so ein bisschen an Komplexität dazu gewinnt, dass es halt nicht nur eine Geschichte wird, von als sie Leute vor Oberfläche kommen und haben da Leute umgebracht, sondern die sind bewusst dort hergekommen und haben bewusst den Typ, den Overseer, den Chef von dieser Vault mitnehmen. Und eben, da bin ich auch gehockt und wollte wissen, wieso, was ist hier los? Wer zum Teufel ist die Moldaver? Genau, so einen wirklich mysteriösen Charakter und sehr einschüchternd, finde ich, wie sie das gespielt hat. Also da glaube ich, die hat wirklich... Der würde ich aus dem Weg gehen, sagen wir es mal so. ich habe den nachher einfach nicht geschnallt. Nachher hat sie ja den Vater dann vor die Wahl gestellt, oder? Der Vater, glaube ich, ja. Wollte sozusagen die Leute vom Vault retten, weil sie stehen dann dort so mit der erhobenen Hand stehen sie dort und sie sagt, du kannst entweder deine Tochter retten oder die Leute. Ja. Und dann sperrt er sozusagen die Tochter da ins Zimmer und geht dann mit. Sie überleben dann irgendwie beide. Sie überleben dann alle und sie sprengen dann dort irgendwie etwas. Und dort habe ich einfach gefunden, das ist irgendwie nicht für mich jetzt nicht sehr klar präsentiert gewesen. Was haben wir jetzt genau gemacht? Weil vor allem, was für einen Gang haben wir überhaupt gesprengt? Wohin? Weil aus dem Wald kann sie ja nur noch offenbar. Ich bin dort wirklich nicht rausgekommen. Mhm. Stimmt. Also mir schon, ich habe schon begriffen, okay, sie hat jetzt den Zugang hinter sich gesprengt, damit der Zugang zu ist. Aber das stimmt, wohin? Ich bin auch aber kurz dort auf dem Stunde, zum Vault 32 in dem Moment für mich. Okay, später ist dann wird's klar. Ja, stimmt. Später wird's. Ja, gut, das ist ja schon in der Ding, weil du siehst ja, während sie dort am Techtelmechtel machen sind. Ich habe Techtelmechtel. Während die am Techtelmechtel sind dort, ist ja, glaube ich, der Bruder, der Norm, der Bruder von der Lucy, ist ja kurz in Vault 32 und sieht ja schon mal dort einen ersten Blick so, da ist irgendetwas nicht. Also darum habe ich schon begriffen, aha, das ist der Zugang eben und sie sind ja von der Kron, das ist die Verbindung und die hat sie jetzt gesprengt, damit sie nicht können innen hinterher. In dem Moment das ist aber, ja, das ist für mich, aber es stimmt schon, nachher, ja, warum ist jetzt gleich niemand gestorben dort, also wirklich eine Wahl, ja, wenn alle überleben. Und, aber der Hank ist weg und Lucy hat jetzt ihren Auftrag quasi, also sie hat jetzt für diese Reihe ihr Ding ist jetzt, ihren Vater zurückzuholen. Sie hat jetzt Feierabend, aber sie will jetzt ihren Vater zurückholen und flüchtet sich aus dem Wald 33 mit der Hilfe vom Norm von ihrem Bruder und dem Chad, ihrem Cousin-Liebhaber, wo er ganz eine schräge Figur ist. Der ist super. So lustig. Er ist wunderbar lustig, aber eine ganz schräge Figur. Und der Norm finde ich aber auch super. Das ist ja irgendwie so faszinierend zum Anschauen. der blüht auf. Und rein drehbuchtechnisch oder rein storytelling-technisch macht die Serie gerade bei ihr mega vieles richtig. Nämlich, du hast eine Protagonistin, du hast ihren klaren Auftrag. Ich weiss als Zuschauer sofort, was ihr Ding ist. Sie will ihren Vater zurückholen. Das ist sehr schön, sehr prägnant, nachvollziehbar. Und Obstacles, oder? Also wenn du Figuren hast, gib ihnen Hürden, die sie überwinden müssen. Und du weisst sofort, sie da als Waldlerin, sozusagen als Vault-Dwellerin, die noch nie etwas von der Oberwelt gehört hat, mit ihrem so quasi total nicht vorbereitet ist auf die Welt, muss jetzt aber in die Welt raus und ihren Vater zurückholen. Das ist ein riesen Obstacle und damit ist für mich, sind zwei Sachen mega deutlich und macht sie als Protagonistin sofort sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr, eine, wo du sofort quasi dich auf ihre Seite schlägst. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu der Frage, sind die Figuren alle in den Games auch vorkommen? Wissen ihr, auf was das hinausläuft? Oder reden wir da von einer völlig neuen Story? Das hat er auch explizit gesagt, ja, eben der Todd Howard,
dass er hat ja nie eine Serie machen. Ich glaube, sie haben ihm das oft mehrfach offeriert. Die haben aber immer die gleiche Geschichte erzählen und das war für ihn immer wichtig, dass er das nicht wollte. Er hat einfach wollen, wenn man etwas macht, muss eine neue Geschichte sein. Ah, ich glaube, die okay. gilt dann auch als Canon. Ja. Ist für mich jetzt etwas irrelevant, aber das gilt offenbar auch. Und das ist darum eine neue Geschichte. Der Vault gibt es auch nicht. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Ich habe nicht gefunden, den Vault. Der gibt's, glaube, der ist wirklich neu, soviel ich weiß. Würde auch keinen Sinn machen. 33. Ja, ja. Den gibt es nicht. All die Personen gibt es alle nicht. Weißt du, denn möglicherweise irgendwo ein Easter Egg ist von einer Person, die es gibt? Das glaube ich gern, aber sonst sind die Personen, die Vaults und so, das ist alles neu. Es ist auch mit Abstand die Geschichte, die jetzt am weitesten der Zukunft liegt, also von den Games. Ich glaube, vor dem war es Fallout 4 und jetzt ist es Fallout TV-Show, wo so weit in die Zukunft ist. Das ist jetzt so alles neu für uns, auch wenn wir Games da schon gespielt haben. Ah, okay. Okay. Aber das ist ja geil, das ist super. Das macht die Adoption schon mal uren vieles damit richtig, weil es ist in dem Fall wirklich nicht nur für Gamerinnen und Gamer spannend zum Schauen, weil es etwas komplett Neues ist. Also, es ist immer noch das Gleiche, weißt du? Zeitlich würdest du jetzt den Unterschied nicht merken, weil den Fortschritt gibt es ja nicht mehr so. Aber einfach die Figur, weißt, meine ich, von der Story her. Genau. Es, ja, ist ja, nicht ja, etwas, schon. Es ist einfach auch neu. Sonst etwas noch zu Vault 33? Oder Nein, ich glaube, was mir einfach da aufgefallen ist und dann immer wieder auffällt, und ich habe dann gefunden, man muss es dann nicht ständig sagen, aber die Serie ist natürlich voll davon mit, ich würde jetzt das nicht mal Easter Eggs nennen, aber es sind wirklich all die Produkte und die Sachen eingebaut vom Game. Das ist halt einfach witzig, weißt? Es fängt an bei den Sugar Bombs, wo so irgendwelche Müsli-Flocken, wo es den Games sind. Die Stimpacks, die Spritze, die sie sich da reinfetzt, die magische Spritze. Das ist wirklich eine magische Spritze. Dort habe ich auch gedacht, das ist 100% Game-Anspielung. Egal was du hast, Stimmspritze, das geht mir wieder gut. Nur haust du von diesen 100 rein. Wirklich, du siehst Red Away, Red X, wirklich all die huren Medikamente, die du reinjagst. Praktisch jedes Lied ist aus dem Game. Und ja, stimmt. Das ist eben auch so etwas, wo, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, aber ich finde, beim Fallout 3, und ich auch so geliebt habe, das ist mit einer der wichtigsten Elemente gewesen. Der Soundtrack, der Oldies, die 50er-Jahre-Sounds. Weil das ist so etwas, hat es für mich jetzt halt auch noch nie gegeben. Weißt du, Postapokalypse, ballern, aber dann dazu so einen oldschoolen Soundtrack, der aber super geil passt hat. Und da auch, ich finde, sie setzen mit einer Ausnahme, die dann irgendwo mal kommt, setzen sie den perfekt ein. Voll. Es ist wirklich die 1950er, die Ästhetik in diesem Bunker, als ob sie wirklich alle noch in den 1950er stecken geblieben wären. Mit den Kostümen und auch der Technologie und alles, die Fernseher, Radio und all das, was sie dort haben, die Wohnungen, die Einrichtungen, es ist alles 1950er Jahre. Voll. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Protagonisten, der in der ersten Folge eingeführt wird, nämlich zum Maximus, gespielt von Aaron Moten. Er ist Teil von der Stellernden Bruderschaft, oder wie heisst die auf Englisch? Die Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel, genau. Und die sind an der Oberfläche, die sind nicht in einem Bunker, die sind, ich habe sie so interpretiert als eine Art Army-Relikt, also quasi ein Überbleibsel von der US-Army, der sich halt in das weiterentwickelt hat. Und stationiert, ich hätte jetzt mal geschätzt, so plus minus, who am I to say, aber ich hätte gesagt, das sieht irgendwie ein bisschen Nevada aus, so von der Wüste her, so mit dem weißen Sand und so. Und sie sehen sich ein bisschen als Sammler oder Zurückeroberer von Pre-War-Tag, also quasi sie entdecken und bewahren Technologie von früher. Und ja, das ist so ihr Auftrag. Und was man dann ziemlich schnell sieht, der Maximus, er ist ein Kadett, wo ein Knappe werden will. Und die heissen Knappe, weil die dienen nachher später quasi so übelste, wie soll ich sagen, Menschen in Exoskelett, die einfach die übelste, krasseste Waffe sind. Und die werden dann Ritter genannt. Wahrscheinlich eine kleine Anlehnung an ihrem Exoskelett, wo aussieht wie eine Ritterrüstung. Und ja, als der Maximus will es einer werden. Und ja, was sagen Sie zu seinem Charakter in dem Fall? Also ihr kennt ihn ja in dem Fall auch noch nicht. Wie sehen ihr ihn so? Wie schätzen ihr ihn so ein? Ich habe mal gefunden, Das ist so der typische Underdog. Es ist ja so eine typische Militärszene, Militärcamp, wie man es irgendwie aus x Militärfilmen schon gesehen hat. Und muss dann da immer runter durch, wird eben verprügelt und gecancelt. Hat aber zwar ein Kollege, wo zu ihm hat. Aber sonst habe ich gefunden, ich finde das sehr, sehr interessant, weil du kannst nicht so recht sagen, ist er auch ein bisschen ein Arsch irgendwie? Also ich weiß nicht, das ist irgendwie interessant. Du weißt nicht, ist er nur der andere Tag oder ist er vielleicht auch ein bisschen ein Bastard? Nur ein bisschen ein Bastard. Ja.
Und das macht ihn aber interessant. Ich frage mich, ob seine Motivation oder irgendjemand fragt ihn einmal, was seine Motivation war, um zu Brotherhood of Steel zu gehen. Und er sagt ja dann, um denen weh zu tun, die mir weh gemacht haben. Du siehst immer noch so ein bisschen Flashbacks von ihm, wie er aus einem Kühlschrank aussteigt in irgendeiner zerbombten Stadt und von so einem riesen Brotherhood of Steel Ritter in Sicherheit gebracht wird. Ich frage mich, ob er da dann noch mehr werden erfahren, was da genau passiert ist und was seine Motivationen sind. Aber ich finde ihn grundsätzlich sehr, sehr, sehr sympathisch und irgendwie auf eine komplett andere Art und Weise als Lucy. Mhm. Aber auch wirklich so einen Charakter, den ich von Anfang an irgendwie grundsympathisch finde. Und ich glaube auch nicht, es wird ja dann noch die Frage aufgeworfen, oder? Sein Kollege wird ja verkrüppelt. Jemand tut ihm eine Klinge in seine Schuhe. Und ich glaube nicht, dass er das war. Wie seht ihr das? Ja, genau. Der Vorwurf ist ja, weil er leidet ein bisschen darunter, dass er wirklich so ein bisschen ein Durchschnittskadett ist. Er wird auch vor allem ein bisschen gemobbt und zusammengeschissen und er muss immer die Latrine putzen und so. Da ist er nicht zufrieden. Und er verherrlicht die Ritter ja, eben wie wir gesehen haben. Er ist mal von einem gerettet worden und es ist darum sein Ziel, ein Ritter zu werden. Und jetzt wird ein Kollege von ihm, der auch Kadett ist, wird befördert zum Knappen. Und ihm wird vorgeworfen, Maximus, dass er seinen Kadett, also seinen Kollegen verletzt hat aus Eifersucht. Und er behauptet natürlich, nein, das bin nicht ich gewesen. Wir erfahren es auch nicht als Zuschauerinnen und Zuschauer, ob er es gewesen ist oder nicht. Wir könnten nur glauben oder eben nicht glauben. Aber es hilft ihm, weil er nachher am anderen Kollegen in der Stelle befördert wird. Und ich muss sagen, so wie es inszeniert war in dieser Szene, bin ich mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher gewesen, ob er lügt oder die Wahrheit sagt. Einerseits siehst du als Underdog und wir kennen es aus Rocky und 100 andere Filme, er ist sofort immer auf der Seite vom Underdog. Ja. Aber andererseits, und das fände ich jetzt wirklich geil, wenn das auch ein bisschen so weitergemacht wird in den anderen Folgen, die Ambivalenz, ist, eigentlich bin ich schon für ihn, aber andererseits irgendwie, ich weiß nicht, ob der ein totaler Psycho ist. Und das gibt das, doch das eine ist spannende nachher, Geschichte. Genau, das ist er dann nachher auch ein bisschen. Ich kann mir es darum auch sehr gut vorstellen, dass er es gewesen ist, aber später, das eben kommt er dann noch, dann tut er dort auch schon so ein bisschen wandeln. Und ich habe mich darum auch gefragt, ob eben seine Motivation schon auch ein bisschen ist, er will mächtig sein, weil er wollte auch so einen Power-Armor. Ja, und die kommen ja dann auch, eben die siehst du dann schon am Anfang, die haben wir dann in den Trailers schon gesehen. Und zu denen vielleicht noch eben die, genau, die kannst du im Game auch, kannst die auch finden und so. Und eben ist halt wie eine fette Rüstung. Und die finde ich auch, so 95% finde ich, haben sie die huere geil umgesetzt. Sie sind im Verlauf praktisch 1:1. Ja, das ist wirklich mit krass. Wie sie hinten so aufgehen und so. Cool, aber cool. Was ich nicht mehr im Kopf habe, die von vorne sehen sie zum Teil ein bisschen dumm aus. Sie haben oben rechts doch so etwas wie eine Duschbrause. Sie sieht einfach huere hohl aus. Aber das haben sie im Fall im Game genau gleich. Aber ich weiß nie, was das soll sein, das Mikrofon oder so. Sieht aus wie eine Duschbrause. Ja, ist ich glaube, das ist so wie ein Zielvisier, wie beim Boba Fett in Star Wars. Yeah, ja, genau, ich glaube, so ist in die Richtung. Und ich finde aber manchmal, genau, erstens in dieser Szene, wo du die siehst, zum ersten Mal, wo sie irgendwie über den Flughafenplatz laufen, so sechs von denen, habe ich gefunden, warum ist die Szene nicht Slow-Mo? Muss die nicht umgesetzt in Slow-Mo sein, damit die so stapfen? Und, aber sie haben gleich geil ausgesehen. Ich finde, manchmal sehen sie so ein bisschen hampelig aus. So ein bisschen Bobblehead-mässig. Einfach dann, manchmal sind die Bewegungen ein bisschen zu hampelig, dann sehen sie ein bisschen lächerlich aus. Aber dann in dieser Szene, wo eben genau verhört wird, ich weiß nicht, ob es wegen dem ist, der verletzte Kollegin, Kollege, manchmal sagen sie der eben «day». Und du weißt dort nicht, auf Deutsch kannst du das nicht sagen. Aber dort stapft noch der hinten dran rum, das habe ich sehr geil gefunden. Mm. Das Gewicht von dem Power-Armen, das ist mega geil inszeniert. Das haben sie super hinbekommen. Voll. Ja. Und auch wenn sie reden, dass die Stimme so nach unten, also total so hure mächtige Sicher sind. Ja, und dann bekommen sie am Schluss von dem Dings auch die Mission über den Maximus wird zum Knappen befördert und sie bekommen einen Steckbrief von einer Person über mit Brille und Hund. Und auch ganz geil gemacht, der moderne Drucker mit Bleistift und Lineal so Häusli für Häusli ausmalen, wo einem durchgeht und dann kommt das den Bild. Den Hund erkenne ich sofort. Ist das, den Hund erkennst, sagst du? Also nein, völliger Witz, das sieht einfach aus wie irgendein Schäferhund. Das ist einfach ein Hund, ja, ein Schäferhund, genau. Ja, das ist ein Hund auf dem Bild. Ein Hund und ja. Und das ist ihr Auftrag. Und dann kommen wir zum dritten Protagonist von der Folge. Der kommt dann ganz am Schluss von der Folge noch ganz kurz. Und das ist eben der Ghoul.
Und der Ghoul, auch der wird vom Walton Goggins gespielt. Und das ist eben der gleiche, der auch schon der Cooper am Anfang gespielt hat. Und darum ist es für mich, ich schieße es einfach mal, ich habe wirklich eben, ich bin auch noch nicht viel weiter. Also ich sage, das ist der Walton, der Cooper, einfach 200 Jahre und ziemlich verstrahlt später, oder? Also, oder der, ja, natürlich. Also das ist für mich gar kein Rätsel. Gar keine Frage, das ist eh der, ja. Also. Das ist eh der, also das haben sie im Voraus auch so kommuniziert, in allen Marketing-Dings, was ich hatte, haben sie immer gesagt, das ist eben 200 Jahre überlebt in diesem Wasteland und darum ist sein Moralsystem komplett kaputt und sowieso ist mir alles scheißegal. Aber ich habe gefunden, es ist nicht 100% klar da, also es wird suggeriert schon. Weil ich habe mit meiner Freundin geschaut und sie hat es nicht gecheckt in der ersten Episode, wirklich nicht. Okay. Und ich habe dann extra nichts gesehen, wo ich gefunden habe, vielleicht kommt dann eine zweite, so also der Big Reveal, aber es ist irgendwie nie etwas gekommen, wo wirklich wo 100% klar ist, okay, das ist der. Das ist aber in dem Fall viel für dich sind klar gewesen und für dich, Luca, auch, wo, bei dieser Szene, wo sie ihn aus dem Sarg holen, sozusagen. Ja, einfach für mich einfach nur schon wegen der Schauspielerwahl, weil ich denke, das ist kein Zufall. Also sie hat nicht einfach gesagt, damit wir ihn nicht nur für einen Kurzauftritt haben, geben wir ihm noch eine zweite Rolle, sondern das muss irgendwie zusammenhängen. Und der Ghoul, er wird ja befreit quasi aus seinem Grab. Ja. Und es wird quasi wie so suggeriert, dass Ghoulen sind irgendwie so wie ein wandelnde Tote schon so halb. Und dass die da schon ziemlich lange in diesen Wastelands eben überlebt haben. Und so. Und darum, es hat einfach alles zusammen, es kommt zusammen, es passt zusammen, dass der wahrscheinlich wirklich einfach eine und die gleiche Person ist. Und halt ausgesehen, wie er aussieht, weil er seit 200 Jahren in dieser Verstrahlung lebt und irgendwie so überlebt hat. Und er wird uns eingeführt als ein Kopfgeldjäger. Mhm. Ich habe mega geil auch noch gefunden. Er wird von drei Typen dort ausgraben. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es vorher oder nachher kommt, wo die noch rumschiessen. Und sie haben den die geile Müllwerfer-Gun. Ja. Das ist so super, man. Die gibt es im Game natürlich auch. Da kannst du einfach jeden Scheiß reinladen. Okay. Eigentlich ist die für nichts. Außer, vermutlich irgendwelche Freaks haben die geilsten Anwendungen gefunden für die. Ich habe die nicht gross gebraucht, weil sie zu wenig stark ist. Aber hey, du kannst einfach irgendwelchen Müll reinladen und da auch. Sie schiessen irgendwelche Puppenärm rum und so. Und wie meint, steckt noch der Fuß im Bauch. So gut, man. Da habe ich auch gefunden. Ja, Leute müssen lachen, herrlich. Sehr schön, sehr geil. Ja, und auch die drei kommen zu ihm mit dem gleichen Steckbrief wie vorher die stellende Bruderschaft, wieder mit dem Dude, mit der Brille und dem Hund. Und Ghoul, der sagt natürlich, der hat keinen Bock auf Partnerschaften, der verschießt die drei und macht sich dann selber auf den Weg, um das Kopfgeld einstreichen. Und damit ist dann eigentlich auch die erste Episode fertig. Die yes. erste Folge. Ey, nur schnell. Heute habe ich zufällig gesehen, der Walton Goggins für den Ghoul hat am Anfang über fünf Stunden der Maske gebraucht, um zum Ghoul zu werden. Stell dir das mal vor. Im Verlauf der Produktion ist es runtergekürzt auf 1,5 Stunden, aber am Anfang waren es 5 Stunden. Es ist aber auch 1,5 Stunden, das ist immer noch... Ja, das ist auch noch sehr viel, gell? Aber ich finde, es lohnt sich, es sieht sehr geil aus. Ich finde, es sieht cool aus, sieht super aus. Auf Twitter habe ich gesehen Bilder aus dem Game, wo man auch, ich weiss nicht, ihn gesehen hat oder ein Ghoul oder der Ghoul, aber auch ganz viele. Im Game gibt es auch eben die Feral Ghouls und die normalen Ghouls, die können reden. Und die sehen eigentlich meistens noch ein schlimmer aus als er. Ja, eigentlich. Der sieht noch relativ gut aus, ja. Der Nolan hat kurz noch gesagt, er muss grusig, aber gleichzeitig sexy aussehen. Ja. Das haben sie aber angebracht, finde ich. Das haben sie auch. Kennen, was also, die drei sind, obwohl er nicht Bad als... Der Ugly sind die drei, oder? Nochmal? Der gute Bad und der Ugly, habe ich gefunden, sind die drei irgendwie. Hat etwas. Du meinst, die drei Protagonisten, stimmt. Hat etwas. Mal schauen, ob es noch so kommt. Und irgendwie, es ist wirklich so, also auch der Ghoul, obwohl er gerade von Anfang an als recht bad ist und nicht unbedingt als einer von der Guten eingeführt wird, ich habe sofort eigentlich fast den Coolsten von allen drei gefunden. Ich habe gedacht, das ist ein geiles Sieg. So. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, und dann kommt Folge 2, The Target. Auch da hat wieder der Jonathan Nolan Regie geführt. Und auch da wieder schicke ich mal kurz eine Frage voraus. Wie hat euch die zweite Folge gefallen? Tommy, was meinst du? Ich habe sie noch besser gefunden als die erste, vor allem wegen dem Finale, wo nachher in dieser kleinen Schrottstadt stattfindet und einfach das absolute Chaos, wo dort ist. Und auch wegen dem Ende der Episode.
sehr, sehr unerwartet ist gekommen, sagen wir es mal so. Du hast dich einfach gut gefunden wegen diesen vielen Hundis. Ich habe es eben nicht gut gefunden, diese Hundli in den Ofen geschmissen. Ja, aber nur die einen. Tötet. Ja. Nur die, die weniger als so und so schwer oder so etwas zu sind. Genau. Ja, ich habe die Idee auch super gefunden wieder. Ja. Ich bin überrascht gewesen, dass in dieser Episode so alle drei bereits schon aufeinander, alle drei Protagonisten schon aufeinander treffen werden. Stimmt, ich ja. Gedacht, ja. Das wird jetzt sicher die ganze Serie ein bisschen durchgezogen. Sie verfehlen sich knapp und so. Mhm. Und irgendwie am Schluss im Finale oder so etwas. Aber nein, Folge 2 treffen es schon alle aufeinander. Und ich habe das zur Abwechslung mal wirklich geil gefunden. Ja. Ich würde sagen, auch da legen wir los. Wie gesagt, die Anfangsszene, die muss mir irgendjemand ein bisschen erklären. Da sind wir in der, wir sehen unsere Zielperson ziemlich direkt, Dr. Sigi Wilzig, gespielt Best von Sigi Wilzig, gespielt von Michael Emerson, kenne ich vor allem aus Lost und A Person of Interest. Ja. So hat er auch mitgespielt, ist irgendwie auch so ein AD-Schauspieler, habe ich das Gefühl. Und was passiert dort genau? Das habe ich nicht ganz kapiert, was das für ein Ort ist, wo er sich befindet und was die mit diesen Hunden dort machen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen bewusst, dass man es noch nicht genau weiss, was wir da gesehen haben. Also wir, okay. wir wissen, dass er zur Enklave gehört. Mhm. Und das haben sie in der Episode vorher kurz erwähnt. Und die Enklave ist eigentlich so ein bisschen wie in den Games zumindest, so ein bisschen wie das Gegenstück zur Brotherhood of Steel. Die Enklave sieht sich als direkte Kontinuation vor amerikanischer Regierung. Und sie sagen, sie sind eigentlich die legitime Regierung in diesem Wasteland. Und Brotherhood of Steel und die Enklave sind so ein bisschen im Krieg. Okay, die sind im Krieg miteinander. Jetzt geht Aber ich glaube, das ist wie Wissen, das nicht nötig ist zu dem Zeitpunkt. Das ist einfach so wie das Hintergrundwissen, das ich jetzt habe aus dem Spiel. Und ich glaube eben, was dort am Anfang genau zu sehen ist, mit diesen Hunden und auch mit dem Chip, den er sich implantiert, ich glaube, das ist bewusst noch so ein bisschen, was zum Teufel haben wir da überhaupt gesehen. Das glaube ich auch. Das ist einfach, im Game weißt du einfach, du begegnest einfach mega vielen Experimenten, die es immer wieder irgendwo gegeben hat. Sagen es militärische oder private. Und darum, keine Ahnung, ob sie da jetzt irgendwelche Kampfhunde dressieren, züchten, ich weiß auch nicht, was nachher irgendein Roboterkampfsuit reinsteckt, ich weiß nicht, das ist einfach immer alles vorstellbar. Genau, und was wir aus der Vorepisode wissen, also aus der ersten, ist ja einfach, dass die Technologie, die der Sigi hat, dass das irgendetwas mega Wichtiges ist, also wahrscheinlich das, was er sich implantiert hat, oder? Dass es irgendwie jetzt zu Wasteland, also die ganze Welt von Fallout, für immer könnte verändern, was auch immer das heisst. Aber verändern, kontrollieren. Genau, kontrollieren. Wer das hat, die Macht über das Wasteland. So irgendetwas hat sie gesagt, oder? Voll, das hat es im Game, glaube ich, in jedem Teil auch gegeben. In 3 ist irgendwie das Wasser, das plötzlich reinigen kann. Und in 4 ist. Ich weiß nicht, was in 4 war, aber ich habe das Gefühl, es hat immer irgend so ein Ding gegeben. Aber ich habe das Gefühl, was auch immer das er gemacht hat, hat er so ein bisschen im Geheimen gemacht und die Enklave hat auch nicht genau gewusst, was er da macht und am Schluss ist er dann aufgeflogen und er hat müssen fliehen. So würde ich das zumindest interpretieren. Genau, genau. Von dem, mit dem huren MG, wo irgendwie aus nächster Nähe ihn nicht trifft, obwohl er in Zeitlupe davor hat, habe ich gedacht, was für eine Sicherheitsvorkehrung. Und da, okay, bei dem MG, genau, also Humor und Gewalt wieder, oder der Kontrast auf dem MG ist gestanden, auf dem Bildschirm eingeblendet, please remain calm. Das ist hunderte und hunderte von Schüssen auf dich abfliegen. Aber weißt du was, das macht ja noch Sinn, please remain calm, weil sonst treffe ich dich nicht. Also, das macht noch Sinn. Und der trifft er dann direkt, wie sagen wir, Knall auf Fall, trifft er auf die Lucy in der Wildnis. Und ja, habe ich auch gerade gedacht, so, ups, okay, die sind sich jetzt schon mal begegnet. Sie weiß natürlich überhaupt nicht, wer er ist. Er ist auch überhaupt nicht ihr Auftrag gewesen. Ihr geht es ja nur um ihren Vater. Und er sagt etwas zu ihr, was so ziemlich jeder Charakter zu der Lucy sagen wird, nämlich, hey, du Walt. Das habe ich auch noch krass gefunden. Alle wissen also, dass die Walt Dweller existieren. Ja. Das ist mir nämlich auch nicht bewusst gewesen, am Anfang. So, ah, krass, also die Leute wissen von ihnen dort unten und sie wissen natürlich auch irgendwie ein bisschen halbwegs, dass es da oben auch ein bisschen Anarchie ist und so. Ja, und sagt ihr, du bist nicht auf das vorbereitet, was dich da erwartet. Hey, ja, in dieser Szene, der Michael Emerson
wirklich hat, sieht 1:1 aus wie in Lost, dazumals, wie der Ben, und tönt 1:1 genau gleich. Die Brille, die er anhat, der creepy Blick, das langsame Reden, die gebrechliche Stimme und die kryptischen Hinweise, die er irgendwie einfach das Gefühl kann, schauen, Lost für die 5 Minuten, die er mit ihr redet, an dem Lagerfeuer. So wie wieder schön dunkel Lagerfeuer, gell? Ja, das ist absolut. Musst du jetzt nicht schlecht machen? Nein, das ist nicht Lost. Ich bin absolut fair für Lost. Aber ich also, ja, die war cool inszeniert, auch mit dem roten Schimmern und so. Mm. Und so das, die typische Vorahnung, was da noch kommt. Und ich glaube, du hast vorher gar nicht gesagt, der musste flüchten, weil er einen Hund halt für sich sozusagen behalten Stimmt. hat und irgendeiner riesigen offenen Wand versteckt hat. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Mensch, wegen dem Hund. Ja. Ich hatte es wie allgemein... Ist nicht so? Mal, der Hund hat er dort... Also der Hund ist sicher nicht, das ist sicher nicht illegal gewesen, weil er hat ihn ja wirklich genau. versteckt und immer nach einer, keine Ahnung, wieder ein Zeug vorne dran hat. Aber sie sagen ja später schon auch, er hat Technologie aus der Konklave. Also sie wissen schon, dass er etwas gemacht hat, was nicht ganz sauber ist. Genau, aber für mich war es so, es ist jetzt vielleicht gar nicht so relevant, aber dass er geflüchtet ist, weil es ist ja einer reingekommen, hat gesehen, du, warum hast du da deinen eigenen Hund, wo ja eigentlich irgendwie sonst hätte abgerichtet werden. Und dann hat er ihn ja, ich weiß gar nicht, hat er ihn umgebracht. Ich weiß gar nicht, wie es weitergegangen der ist. Der Hund hat ihn umgebracht, ja, genau. Ah, der Hund hat ihn umgebracht, genau. Und dann hat er müssen flüchten. Darum habe ich schon den Eindruck gehabt, hat er gefunden, jetzt nehme ich den Chip. Was immer der gedacht. Hund hat einen ausprägten... Der Hund hat er eben dabei. Der hat einen ausprägten Beschützerinstinkt. Also jeder, der den Linus... sorry, jetzt bin ich belastet. So schnell geht's. Jeder, der den Sigi Witzig hat, der wird zerfleischt. Ja... Und dann kommt die nächste Szene, die ist für mich, ich fasse sie schnell zusammen, die war für mich fast schon das Highlight gewesen, ehrlich gesagt. Und zwar der Maximus und der Ritter, der Ritter Titus, ist sein Dude. Und ich hab das so geil gefunden, weil zuerst habe ich wirklich hundertprozentig das Rie abgenommen, dass der Ritter Titus ein wahnsinnig krasser, übler Motherfucker ist, Sala. Arnold Schwarzenegger im Exoskelett drin, also das maximal krasseste, was es gibt in dieser Welt, gibt ihm seinem Knappen da seine, keine Ahnung, Eierschoner zum Scrubben und zum Putzen und so. Und dann kommen sie dort in die Höhle und er sagt dem anderen so, ja, es ist dunkel, oder? Und zuerst fängt aber schon der Ritter Titus so, wo das Geräusch von irgendeinem Viech gehört, macht er so, fuck. Und dann habe ich schon gedacht, oh fuck, okay, also wenn der Titus, der Motherfucker, da schon ein bisschen so eingeschüchtert ist, dann muss er etwas huere Krasses dort drin haben, so, oder? Und dann schickt er auch seinen Knappen, der Maximus schickt er vor und sagt so von wegen, ja, die Rüstung musst du verdienen, you so must be brave, oder mit mutigen Taten verdienst du dir die Rüstung und so. Und dann taucht das Viech auf und er einfach fuck, 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 shit, 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 fuck, shit, shit, fuck, shit. Das hört nicht mehr auf und dann denkt so, was ist das? Und rennt vor allem so geil, so ungestammig so davor, so tschung, 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 tschung. Und er ist einfach ein verdammter Hure, also weißt du, ist einfach ein Hure Feigling, ein Memme und ein Fluch in die noch dazu und es hört nicht auf, sie so fuck, fuck, shit, mit dieser tiefen Stimme. Ich bin wirklich vor dem Fan. Ich kann nur müssen lachen. Ich habe das so eine geile Szene. Das hat total meine Erwartungen einmal um 360 Grad und nochmal um 180 Grad drauf gedreht. Es ist wirklich richtig geil. Also das ist wahrscheinlich das, was du so schön gesagt hast am Anfang, Domi. Kontrast. Ja. Wobei, also, ich muss sagen, ich habe nicht ganz abgenommen, dass der Bär dass der Bär so mächtig ist, dass der andere in seinem Power Armor einfach nichts dagegen kann ausrichten. Vor allem, weil der Power Armor nachher im Feuergefecht, wo er in dieser Stadt stattfindet, der ist ja übermächtig. Da werden hunderte von Schüssen reingeschossen und hier ist einfach ein Bär, der ihn zerstückelt, sozusagen. Aber es liegt sicher auch daran, dass der Titus einfach so ein Memme ist und nichts kann. Und das zeigt auch, du siehst es auch im Blick vom Maximus, wo ihn dann so entgeistert anschaut, so, was zum Teufel, du hast schon fucking Rüstung, das ist so, was läuft mit dir so? Vor allem, ich habe das Gefühl, es ist dann so ein Deathclaw, das sind eigentlich so die grössten Monster in diesen Fallout-Games, aber es ist dann nur ein Bär gewesen. Aber es ist lustig, ich habe das Design von dem wieder super gefunden. Der, wo er dann tot ist, siehst du ihn so liegen, er hat erstens sehr recht ausgesehen und hat so komische Blasen gehabt, ja, so super geil. Ja. Und für den Maximus ist das halt eine kleine Welt, die für ihn zusammenbricht, weil eben, er hat ja die Ritter idealisiert, fast schon, oder? Das sind für ihn die Helden von der Welt. Und jetzt sieht er das in Ritter Titus. Zuerst ist er nicht nur einfach ein Arschloch, sondern jetzt auch noch ein Feigling. Und so einer trägt die Rüstung. Und für ihn bricht er halt wirklich ein bisschen eine Welt zusammen. Und dann macht er etwas, wo wieder
ja, auf das einzahlt, was ich schon nach der ersten Folge gedacht habe, weil er könnte den Titus mit so einer geilen Steampack könnte retten. Und er macht es einfach nicht. Er lässt ihn einfach dort eiskalt sterben. Und gut, ich meine, der andere, oder? Ich meine, du musst auch sagen, du bist am Blüten, oder? Der Power Arm, er zieht den Helm ab, man sieht ihn, und dann sagt er, beleidigt er noch die ganze Zeit, so, du Wichser, du scheiß Knappe, du Arschloch, bring mir doch mal Dings, flick mich mal zusammen. Und sagt er, sie werden dich töten, weil du so scheiße bist hier im Kampf. Findest du auch, Alter, also, soll ich gerade einen flattern? Der Titus hat es ein bisschen herausgefordert, aber gleich. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, okay, der Maximus, er geht. Er hat ihn nicht aktiv umgebracht, aber er hat ihn einfach sterben lassen, um die Rüstung passive bringen. Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe. Er hat quasi wieder den nächsten Karriereschritt gemacht und ist jetzt selber, steckt jetzt in dieser Rüstung fest. Er ist tatsächlich dort angekommen, wo er wollte, innerhalb von 24 Stunden oder so etwas. Und bei beiden Mal ist es ein bisschen so leicht so. Also beim ersten Mal ist es gewesen oder ist es nicht gewesen. Und beim zweiten Mal lässt er ihn einfach sterben. Es ist schon ein bisschen so, ist er jetzt ein Psycho oder nicht? Oder? Also, Ich finde, er spielt es gut. Mhm. Auch seinen Blick und so kannst du nicht so genau lesen. Und ich finde, erst später, das kommt er dann noch mit seinem eigenen Knappen, kannst du das so ein bisschen neu seine Persönlichkeit bewerten. Voll. Also, ich finde ihn wirklich dadurch auch wieder so einen geilen, auch wieder einen Charakter, den ich anders erwartet. Ich habe zuerst gedacht, er ist der ganz klassische Underdog, wo wir sofort auf seiner Seite sind und wollen sehen, dass er Erfolg hat. Und trotzdem bekommt er so Schichten drüber, wo es alles wieder ein bisschen ambivalent macht. Und auch da wieder super Character Writing. Haben die Autorin und die Autoren, zu denen will ich nachher schnell etwas sagen, super Arbeit geleistet. Und ja, dann kommen wir schon ziemlich schnell eigentlich zum Hauptschauplatz von dieser zweiten Folge, nämlich Philly. Beziehungsweise zuerst trifft Lucy noch irgendwie auf, keine Ahnung, auf das war eine super Szene. So ein Windeln-Hillbilly. Ja, voll, der Windel. Das ist so gut gewesen. Versucht er da? Mit einem Sand. Was ist das für ein Wasserfilter? Hat er einen Wasserreiniger oder irgend so ein Wasserfilter. Er wollte Sand durch einen Wasserfilter damit auf der anderen Seite Wasser rauskommt. Und irgendwie auch einfach so mega charakterisieren. Am Schluss, sie haben einen kurzen Austausch, es passiert nicht viel, aber am Schluss sagt er, hey, danke, dass du mich nicht umgebracht hast. Ja. Aber auch wieder ganz okay, viel. Wie sie zu ihm kommt mit zogniger Waffe. Habe ich mich auch so an Games erinnert gefühlt. Weil dort läufst du immer mit zogniger Waffe auf Leute zu und redest näher mit ihnen. Und das ist genau gleich so. Und das passt aber gut zu Lucy, weil sie sich so unbeholfen ist und nicht genau weiss, wie dass sie so interagieren mit den Leuten. So, super, super Konversation zwischen denen. Und ich bin auch, ich habe es auch so gedeutet, sie hat wenigstens eine Lektion gelernt. Du darfst nicht jedem trauen, dann läuft sie jetzt einfach mit der zogniger Waffe rum. Voll, voll. Aber auch da wieder, eben mit kurzen, kleinen Details, mir wieder eine ganze Geschichte über die Welt erzählt. So, also, dass man sich begegnet in dieser Welt und nicht gegenseitig umbringt, ist etwas Besonderes. Es hat noch ein anderes gehabt, so ein perfektes Beispiel gefunden, wie es eben auch in den Games ist, was die Games so gut macht. Du triffst mega oft einfach irgendwo auf irgendeiner Hütte und manchmal ist sie verlassen, manchmal triffst du eben irgendeinen komischen Kauz und hast dann nicht viel mit ihm zu tun und das ist eben dann irgendein ein kurzer Dialog, wo eben einer einfach in seiner Windel dir einfach dein Wasser geschwind leer trinkt und dann das ist es gewesen. Und es hat ja, ich glaube, vorher hat es eine Szene gehabt, wo sie, wo irgendein in einen Raum hineingeht, wo es einfach so eine tote Familie hat und du siehst einfach so das Gift auf dem Tisch stehen. Mm. Und das ist eben auch so etwas, das Environmental Storytelling gibt es im Game extrem viel. Mm-hmm. Und ich finde, das macht die Serie auch mega oft, ohne dass sie eben viel davon darüber redet. Ja, voll. Und ja, eben, sorry, ich habe vorhin schon ein bisschen vorgegriffen. Dann kommen wir in Philly an, die Stadt, wo irgendwie alle gesagt haben, dort in Philly könnte der will sie eben unterwegs sein. Sie geht dort hin, weil sie erfahren, dass vielleicht ist Moldaver dort, beziehungsweise vielleicht ist dort ein weiterer Hinweis, wo sie ihren Vater können finden. Und das Set von dieser Stadt ist umwerfend. Also da ist so gut gewesen. So viel Budget pro Frame wahrscheinlich zu sehen. Und es ist nicht einmal CGI, oder es sieht nicht nach CGI aus jedenfalls. Also wirklich mit all diesen Läden. Also es ist eigentlich eine riesige Mischung aus Müllhalde und Schrottplatz. Und alles hat es dort. Läden, es hat Saloons, Zahnärzte, es hat ein Barbier, es hat alles. Kostüme überhaupt in dieser Serie sind sowieso grandios. Und hey, überall, wo ich anschaue, wieder irgendein Detail
Also wirklich. Ich hatte wirklich Lust, einen Controller in die Hand zu nehmen und selber zu erkunden, was es dort alles gibt. Es ist wirklich so gut gemacht. Absolutes Highlight gewesen. Ich habe mich wirklich auch wieder so gefühlt, wie, glaube, wo wir das erste Mal in Megatown sind. Voll. Das ist die erste grosse Stadt im Fallout 3, die einfach genau so ist. Das ist einfach so eine zusammengepflegte Stadt, genau mit so aus, man hat einfach aus Abfallteilen zusammengepflegt. Und die ist so, wow, die hat einfach noch eine Atombombe in der Mitte gehabt. Das war dort noch speziell, wo nicht eine, die nicht in die Luft ist. Und, aber da auch, ich habe gefunden, ah, oh, das ist so eine gute Stadt, Mann. Mhm. Herrlich. Und auch die Leute, die dort sind, oder wie sie angelegt sind, was, das, wie absurd, dass sie sich irgendwie alles zusammengeflickt haben, was sie angelegt haben, oder die zweiköpfige Kuh, die vorbeiläuft und so. Und Lucy, die einfach offensichtlich nicht in diese Welt reinpasst, mit ihrem schönen Volt-Tech-Anzug, der immer noch so ein bisschen glänzt und neu aussieht. Und sie probiert sich irgendwie zurechtfinden, so gut. Ja, also sagt ihr nachher auch, sie geht ja nachher in den Laden von der, ich glaube, Barf, wenn ich es richtig verstanden habe, heisst die Verkäuferin dort irgendwie so einen Ramschladen. Barf sozusagen. Ist die andere, die dann rauskommt. Stimmt, das ist die, die immer schreit so, okay. Die Verkäuferin schaut sie auch an und sagt so, ah ja, klassisch, oder schöne Haare, noch alle 10 Finger, oder schön. Sie hat aber auch alle 10 Finger gehabt, da habe ich vom Skandal gefunden. Wieso kann sie die anderen so anfeilen? Du hast noch alle 10 Finger. Sicher irgendein paar angeneigt. Aber ich habe im Fall auch gedacht, in dem Moment, warum hat man der anderen nicht irgendeinen Finger weg CGI? Das ist jetzt so, wäre eigentlich der Moment gewesen, um zu zeigen, wir haben die meisten von uns da draussen, haben für das hat das Budget nicht gelenkt, das Start ist das Tier. Das kann sein. Und sie realisiert, Lucy realisiert dort zum ersten Mal ein bisschen, dass die Welt, die Oberwälder, irgendwie nicht so darauf wartet, dass die Vault-Dweller aus ihren Löchern rauskommen. Und sie rettet, im Gegenteil, für sie, für die Oberwäldler sind all die Vaultler privilegierte, reiche Snobs, Arschlöcher. Und auch da schön zu sehen, oder auch für mich auch da wieder ein weiteres Puzzlestück in dieser Welt, die Vaultler sind nicht allzu beliebt. Ich finde auch, ich habe wirklich mehr aufgeschrieben. Ich habe erstens zu keinem Moment bei dieser Serie schauen, habe ich das Gefühl, das ist eine Game-Verfilmung. Also, einfach, man hat nie das Gefühl, dass das ist ein Game, weißt, wo sozusagen die Vorlage ist, sondern es wirkt mega stimmig. Und ich habe wirklich oft den Eindruck gehabt, das zeichnet fast die bessere Welt, als das im Game damals geschafft haben. Aber das liegt vielleicht auch am Format, oder? Weil wenn du eine gute Serie machst, die schon dann erzählt, die passiert immer etwas und du bist nicht einfach halt ein bisschen rumtrümmern und läufst schon mal eine Stunde in die Wüste und machst irgendwelche Kisten und Schränke auf den Loot und zum Leim suchen und Duct Tape. Ist halt auch die Frage, oder? Wenn man parallel zu zum Beispiel The Last of Us zieht, dem Game und Verfilmung, The Last of Us selber ist schon so eine derart cineastisch erzählte, also das Game meine ich, ist schon derart filmisch erzählt war, die Story und die Welt und alles. Oder? Und dort war es wie so vielleicht fast ein einfacher Job gewesen. Aus eigentlich einem Film im Game jetzt halt einfach nur eine Serie zu machen als bei Fallout. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe Fallout nie gespielt, aber ich glaube, Fallout ist mehr einfach ein Ego-Shooter, der in einer coolen Welt stattfindet, aber vielleicht storytechnisch, ich weiß es nicht, wenn die mir sagen, ob das der einfache oder der schwere Job gewesen ist. Die Story ist okay, ist jetzt nie, also das Main Quest war jetzt nie irgendetwas super Spezielles gewesen, aber das hat vor allem davon gelebt, dass du deine eigene Entschädigung können treffen. Also das ist wirklich weitreichende Entschädigung können treffen. Zum Beispiel in der Stadt, wo der Phil vorher erwähnt hat, wo eine Atombombe mit dir hatte, können entscheiden, ob die nachher zündet ist oder nicht und die ganze Stadt tot ist und so. Und das ist halt in der Serie nicht. Darum finde ich es schon extrem schwierig. So der Aspekt jetzt von den Games, wo die Games cool macht, irgendwie zu übersetzen. Und ich habe noch einen lustigen Gedanken zu dem gelesen. Phil, du hast vorher, glaube ich, so gesagt, oder The Good, The Bad and The Ugly, dass es die drei Spielfiguren sind. Und irgendjemand, ich weiß auch nicht, was ich das gelesen habe, aber ich habe es spannend gefunden, hat gefunden, dass sich die Schreiberlinge vor der Serie, sozusagen die drei Charaktere, als Stand-ins gewählt haben für verschiedene Arten und Weisen, wie man das Spiel könnte spielen. Du hast Lucy, die moralisch korrekt agiert, du hast den Ghoul, der einfach moralisches Arschloch ist und du hast den Maximus, der einfach Spass hat an dieser Macht, die er hat und einfach jegliches Zeug macht. Und das ist die Interaktivität durch die drei Personen hast. Du kannst nicht selber auswählen, was du machen willst, aber die drei Personen wählen für dich aus. Das ist ein recht lustiger Gedanke. Das stimmt, gefunden. Ja. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich eine coole Art. Und es ist auch clever. Es ist auch clever, weil du hast wirklich alle drei Arten, die wahrscheinlich, wie du das Game könntest spielen, hast du in dieser Serie vereint. Und du siehst auch, was passiert, wenn die drei aufeinander treffen. Weil ich glaube, Fallout, ist das ein Online-Spiel? Hat man nur 76. Ja. Okay. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier in Philly und es kommt tatsächlich zum grossen Showdown, weil in Philly eben ist nicht nur die Lucy angekommen, sondern der Ghoul
hat dort schon auf sie gewartet, beziehungsweise auf sie hat auf den Wildzweig gewartet. Der Wildzweig ist tatsächlich ebenfalls dort in Philly. Und es kommt schon krass zu einer ersten Schiesserei, wo der Ghoul einfach fucking explodierende Kugeln auspackt. Es langt nicht, dass die Kugeln irgendwie, keine Ahnung, was für ein grosses Loch in dich reissen, wenn sie dich durchbohren, sondern sie explodieren dann auch. Und da hier fliegen sie in Zeitlupe durch Menschen und landen in Köpfen und Köpfe explodieren und alles. Es fetzt rein, alles ist so gut. Es fetzt richtig schön rein und es am Wildzug einfach mal schnell den Fuß weggesprengt. Bam! Das ist ja sehr unerwartet gewesen. Ich bin aufgeschrocken vom Fall. Ich so, fuck! Er hat mich aus dem Nichts getroffen und er hat schon dort im Kopf gehabt, so, fuck, ja, was mache ich jetzt mit ihm? Was mache ich jetzt mit ihm? Sie haut mir einen neuen Fuß dran an, aus dem, also die aus dem Schrotthandel, also die aus dem Laden, wo die Lucy vorher schon hatte, die hat irgendwie offenbar auch noch Ersatzfüße dabei und wie man die an den Spy an. So gut! Oh, so grusig. Ich habe es geliebt, Mann. So, das, vor allem, es heisst, alles hat immer so gute Namen und auf der Verpackung steht auch irgendwas ist Limbs. Ja, ja, also Jim Slims. Ja. Jim Slims. Veterans Choice oder so irgendetwas. So gut. The Veterans geil, Choice. Jim und okay, Slims. Und der genervt, dass Barf ist, wo sie beten wird, ihm bitte ein Spade suchen. So, just trying to eat my beans, but okay. So, das wäre das Normalste auf der Welt, dass man schnell mal einen neuen Fußgate suchen. Und wie sie dann streiten, weil die Füße nicht dort waren, wo sie gemeint hat, sie jetzt wieder an einem anderen Ort da. So eine geile Beiläufung und so. Und draussen findet eine riesen Schiesserei statt, weil auch der Maximus ist jetzt noch dazugekommen. Und der Maximus, der lässt natürlich, will natürlich den Held raushängen lassen, halt so wie er sich wahrscheinlich in seinen feuchten Träumen vorgestellt hat. Wenn er mal so ein Ding hat, dann ist er da der Held und kämpft mit dem Ghoul. Und das ist auch dort also wirklich Hammer riesen. Wie lange geht das? Ich glaube, etwa 15 Minuten lang geht der Kampf insgesamt oder so. Was wirklich krass. Ich glaube, es ist eine mega lange Sequenz, weil halt zuerst der Ghoul gegen, alle Stadtbewohner dort, wo sich wehren. Und dann nachher kommt halt eben noch der Maximus mit seinem Ritter, also mit seiner Rüstung. Und dann geht der Kampf wie nochmal los. Ja, also es ist wahnsinnig gut gemacht, die Szene. Vorher hat es auch mit dem Maximus noch so eine lustige Szene, weil er ist ja auch dort und will irgendwie, weil sein Power Armor doch kaputt ist. Das ist doch in dieser... Nein, das kommt nachher, glaube ich. Nächste. Aber weil die Bottle Caps jedenfalls, die kommen dir auch vor. Sie sagt ja eben, die Händlerin, hey, look, wenn ihr den Ghoul kaputt macht, gebe ich euch 1000 Bottle Caps. Und die Bottle Caps, aber sind ja... Die Flaschendeckel sind ja die Währung in dem Game und auch in dem Universum. Das finde ich immer geil. die Scheiße, wo die Deckel immer rumschleppen. Das ist einfach etwas Hammer. Genau. Und dann... Was ich dort in dieser Szene, was man über den Ghoul lernt, also was ich mitbekommen ist, er ist auf der Suche nach einem Arzt und er hat irgendetwas mit diesen Ampullen. Er ist da Ampulle am Suchen und er sagt, ja, ich brauche einen Arzt. Ich glaube, er sagt das ja auch zu der Lucy, so, ich bin auf der Suche nach einem Arzt und darum sucht er wahrscheinlich irgendwie auch den Wildzug. Also, irgendein Zusammenhang ist dort und auch dort habe ich schon gedacht, da steckt wieder mehr hinter dieser Figur. Also Menschen, dass der Wildzug nicht nur sucht wegen dem Kopfgeld, sondern auch, weil er Arzt ist. Er hat einfach gesagt, I'm looking for a doctor. Ich habe nicht gewusst, was das zu bedeuten hat, aber er hat in der Szene vorher so wie mit der Ampulle hantiert. Und darum habe ich dort irgendwie so einen Zusammenhang gemacht. Ich dachte, da steckt wieder noch ein bisschen mehr hinter dieser Figur, als dass er einfach nur Kopfgeldjäger ist. Weil das heisst natürlich etwas. Wenn man Ampulle sieht und er in der nächsten Szene sagt, ich suche nach einem Arzt, was es bedeutet, erfahrt man in dieser Dings noch nicht. Jedenfalls während dem der Ghoul und Maximus am Schlägeln sind, machen sich die Lucy und der Wildzweig quasi aus der Hintertür davon unterwegs Richtung Ödnis. Das ist etwas anderes als Waste. Oder, das habe ich nicht ganz verstanden. Einmal haben sie, glaube ich, von der Wildnis geredet und einmal von der Ödnis. Außer das ist einfach die Deutsche, der Untertitel, der einfach ein bisschen durcheinander macht. Hey, das ist im Game ist einfach im die Regionen, im Fallout 3 heisst es Wasteland und das ist dort, dann ist es so DC. In der Umgebung und dann in New Vegas ist es Mojave, die Wüste, die ist ja irgendwo Nevada, oder? Wird es recht haben? Ja. Und die sind einfach so in Regionen unterteilt und haben dann einfach Bezeichnungen. Aber hey, wenn es dann da von Ödnis und so redet, dann ist es vielleicht einfach stellvertretend damit gesagt für Wasteland. Weil sie sagen dir da nicht, wo sie genau sind. Nur weil es das Philly heisst, das hat ja vermutlich nicht mit Philadelphia zu tun. Ja, das wird völlig falsche Küste. Ja, stimmt. Eben, keine Ahnung davon. Ich weiß gar nicht, wo es soll sein soll. Also, sie sagen dir nur, er kommt von Los Angeles ursprünglich. Aber das heisst nicht, dass er...
Er, der Ghoul, also meinst du? Der Ghoul, das sagen sie mal. Er kam ja ursprünglich von Los Angeles. Mhm. Das heisst aber, das heisst ja nur, dass sie jetzt offenbar nicht dort sind. Aber wie weit entfernt, das weiss ich wegen dem ja nicht, oder? Oder hat man es mehr gesehen? Ich glaube eben am Anfang, also so wie ich das interpretiert habe, das, was Lucy am Anfang gesehen hat, wo sie rausgekommen aus der Vault, ist der Santa Monica Pier gewesen. Habe ich auch so interpretiert. Das hat ein bisschen so ausgesehen, ich gedacht. Aber... Und sie sagen ja auch, sie sind glaube ich in Kalifornien, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, ja gut. Würde also, das spielt keine Rolle. Also. Vielleicht sieht man mal ein Wortzeichen, wo man es erkennt. Genau. Und dann kommt glaube ich die Lieblingsszene vom Dummy, so wie es vorher angetönt hat. Genau. Lucy läuft mit dem verletzten Wildzig durch die Wüste oder eben der Wasteland, der Dödnis, und der kann einfach nicht mehr laufen offensichtlich, trotz amputiertem Fuß beziehungsweise trotz Roboterfuß, den er hat, und sagt, dass er es nicht mehr schafft. Und dann erfahren wir, dass er Gift geschluckt hat und es wirklich nicht mehr wird schaffen. Und auch geil, dass das Gift eben, so wie du gesagt hast, Phil, das ist das, was am Anfang, was wir gesehen haben, in dem Haus, wo Lucy das erste Mal sieht, wo sie in das Haus reinläuft und sieht, dass sich die Leute offensichtlich mit dem Gift umgebracht haben. Und das gleiche Gift hat der Wildzig auch dabei gehabt und hat es geschluckt. Und der Grund ist, dass er ihr sagt, das, was die Moldaver will, und der Grund, wieso dass er dort her muss, ist in seinem Kopf. Und darum muss Lucy jetzt seinen Kopf abtrennen und fortan einfach mit seinem Kopf weiterlaufen, weil das sei ja einfacher, als so einen verletzten Mensch durch die Ödnis zu bringen. Und das finde ich einfach so. Das ist auch wieder so typisch Fallout aus dem Nichts, einfach etwas. Wie kommst du auf so etwas? Und er sagt, und das auch sehr gefasst, finde ich. Hat das passende Werkzeug dabei gehabt? Ja, genau. So eine kleine Motorsage-Messer, so ein elektrisches Brotmesser hat er dabei gehabt. Und dann kommt es wieder Okidoki am Schluss, bevor das ja da weggeht. So gut. Herrlich. Okay. Überhaupt, man muss sagen, also dafür, dass Lucy wirklich tatsächlich nicht vorbereitet ist, auf was sie erwartet, Mut fehlt ihr nicht. Sie zeigt in der Serie immer wieder, dass sie durchaus sehr mutig ist. Ja. Ich finde, mir passt ihr Charakter mega gut. Ich finde, das ist ja auch noch schwierig zum darstellen. Weißt, ist sie irgendwie so naiv, blöd? Ist sie einfach irgendwie automatisch die Heldin? Aber ich finde, sie ist für mich immer noch so eine typische, auf eine Art Game-Figur, aber doch irgendwie sehr glaubhaft. Weißt, sie ist zwar naiv, aber checkt dann schon relativ schnell, wie die Welt wirklich ist und schreckt auch nicht davor, sich anzupassen. Und dann ist es halt so... Weißt, wie am Anfang, weißt du, sozusagen, wo sie da mit dem anderen heiraten und dann einfach zack, jetzt geht mir in die Kiste. Das ist einfach, sorry, ich bin einfach pragmatisch. Oder? Ja, genau. Das ist pragmatisch, voll, ja. Und da irgendwie auch, finde sie, ja, shit, ich habe es noch nie jemandem den Kopf abgesagt, aber du hast schon recht und dann brumm, brumm. Dann machen wir das halt. Und, aber vorher hätte sie auch schon die Chance gehabt, eigentlich herauszufinden, was die Verkäuferin mit der Lee Moldaver zu tun hat, was da der Zusammenhang ist. Aber dann geht sie stattdessen wieder aus dem Wildzig helfen, was will ja mach das Richtige, dass für das steht Wall-Tech oder beziehungsweise ihre Sekte oder was auch immer das ist in diesen Bunkern. Für sie ist halt, ja, das Richtige machen ist halt schon das. Was irgendwie auch wieder schön etwas über ihren Charakter sagt, sie handelt anders als alle anderen, nicht irgendwie nur einfach im eigenen besten Sinne, sondern sie versucht richtig zu handeln und das Richtige zu machen. Und auch noch kurz ein Detail, der Wildzig, wo er fragt, wie sie heisst und sie McLean sagt, auch da wieder der Wildzig, McLean, so, okay. Stimmt. Da wieder so, okay. Der Name scheint bekannt zu sein. Foreshadowing. Woher wohl? Warum kennen alle Oberflächler den Namen McLean und warum ist Lee Moldaver so eine krasse Sau? Auch da wird offen gelassen. Und ja, dann ist eigentlich die Folge, der Ghoul nimmt dann den Hund vom Wildzig und nimmt mit dem Hund zusammen Verfolgung auf. Und der Maximus, nachdem man ihn zuerst kurz wiederbelebt. Ja, genau, mit einem Simpack oder so etwas, gell? Genau. Ja, natürlich. Nachdem man ihn zuerst hat er ihn umgebracht und dann tut er ihn wiederbeleben. Mit einem Steampack. Ja, und Maximus, der ist einmal kurz, hat Team Rocket gemacht und ist einmal weggeflogen, wegspediert worden, weggespickt worden, unfreiwillig. Und damit ist die Folge 2 auch zu Ende. Und ich habe vorher noch kurz angetönt, ich möchte noch kurz etwas sagen über Drehbuchautorinnen und Autoren. Das ist einfach zum Verhalten, weil ich meine, wir haben vom Regisseur geredet, geschrieben und entwickelt ist der Stoff aber wurde von der Geneva Roberts & Warrett und dem Graham Wagner. Und Roberts & Warrett, wo ich die Streaming Highlights, ich habe das Anfang April an, ich Fallout in den Streaming Highlights gehabt, ich habe die Kommentare Leute gehabt, die geschrieben haben, oh nein, Fallout, das sieht wieder nach Vogue-Shit aus und so. Und da hast du gedacht, also jetzt vom Trailer her finde ich
überhaupt nicht. Woher kommen jetzt plötzlich die Anschuldigungen? Und dann bin ich schauen, aha, die Robertson Dworet, die hat Captain Marvel geschrieben von der Marvel-Verfilmungen, hat jetzt halt auch nicht den besten Ruf und tatsächlich auch ein bisschen so den Ruf, eben so Vogue-Müll zu sein, Anführungs- und Schlusszeichen. Drum, okay. Der andere hingegen, der Graham Wagner, den kennt man vor allem von The Office, die US-Version, er hat das geschrieben, und Silicon Valley. Stimmt, und ja. Und damit ist ziemlich für mich auch schon mal klar gewesen, woher der absurde Humor wahrscheinlich und ich glaube, die zwei haben sich offenbar gefunden. Die zwei haben, wie ich finde, in diesen zwei Folgen enorm viel geleistet in Sachen Worldbuilding, in Sachen Character Writing, so weit, so gut. Also ich bin uhre pumped für die nächsten Folgen. Was meint ihr? Abschliessender Kommentar oder sonst etwas? Shoutout an Chicken Fucker, den wir nicht erwähnt haben. Hat er mir auch aufgeschrieben. Der war super. Das ist also eine typische Szene wie in einem Game, wo du einfach Entscheidungen fällst und dann findest du das sicher das Richtige. Und dann sagst du, Scheiße, Mann. Genau. Der andere ist doch der Sau. Ich bin einen grusigen Perversling geholfen. Den haben wir, den habe ich völlig übergangen. Stimmt, Chicken. Oh, das ist also. Nein, ist super. Ich bin wirklich. Es ist so ein. Man kann sie sich mega einfach geben. Es ist irgendwie so eine gut verträgliche, super für Fans. Gut verträgliche, abgesehen von explodierenden Köpfen. Gehört einfach zum guten Ton. Wohlbekommt. Ich finde es toll. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir da mal einen Punkt für heute. Wir haben die ersten zwei Folgen besprochen. Mit der nächsten Folge, die am Freitag rauskommt, werden wir dann Folge 3 und 4 besprechen. Schön sind ihr dabei gewesen, schön haben ihr zugelassen. Danke auch an euch, Tommy und Phil, fürs Mitmachen. Sicher noch. Und ja, sind doch das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns freuen, da in der Spoilerfabrik. Tschüss! Tschüss! Ciao zusammen.